Ja, ich möchte Sie ganz, ganz herzlich zu der heutigen Veranstaltung begrüßen. Es war von vornherein sowieso angekündigt, dass es auch nochmal einen breiten Raum zur Diskussion zur Entwicklung des Arbeitsmarktes im Feld der frühkindlichen Bildung geben soll. Die ganze Veranstaltung ist im Kontext der Vorlesung im Schloss. Ich weiß nicht, ob die, die hier sind, das im Internet schon mal verfolgt haben. Wir bemühen uns zurzeit, eine Sammlung vorzunehmen für Einführungen in das Thema der frühkindlichen Bildung. Und sowohl Textversionen als auch PowerPoint-Präsentationen als auch Audioaufnahme und Videoaufnahme im Internet zu veröffentlichen. Und das vor allen Dingen auch für Studierende der ersten Semester und damit auch als Hilfe für Lehrende in anderen Hochschulen. Die Resonanz zeigt uns zurzeit, dass das sowohl quantitativ als auch qualitativ sehr positiv eingeschätzt wird. Wir haben mit den 20 oder 21 Präsentationen, die jetzt im Netz stehen, schon über 20.000 Klicks und Downloads, und auch die Rückmeldungen der Kollegen und Kolleginnen sagen immer wieder, dass sie sich freuen, dass dieses Material vorhanden sind. Darüber freue ich mich natürlich. Wir werden uns bemühen, das weiter zu verfolgen. Wir werden um Finanzierungen kämpfen, um das noch etwas ausführlicher zu machen, denn wenn man sich die Themen anguckt, dann sieht man auch, dass sie für eine Einführung in die frühkindliche Bildung, eben so wie sie dort stehen, noch nicht ausreichen. Ich freue mich, dass Thomas Rauschenbach, Vorstand und Direktor des Deutschen Jugendinstitutes, zu einer solchen Veranstaltung überhaupt gekommen ist bei seinem engen Zeitplan. Und ich freue mich auf den Vortrag und selbstverständlich auch auf die anschließende Diskussion. Herzlich willkommen, Thomas. Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Jetzt muss ich das Gerät hier einschalten. Jetzt müsste es tun. Ich versuche, so gut es geht, Sie mit Daten zu konfrontieren. Sie werden die sehen. Ich werde aus Zeitgründen nicht alles, was Sie sehen, einzeln kommentieren. Ich bitte Sie also, sollten Sie etwas nicht verstehen, was ich hier gleich an die Wand werfe, dann müssen wir das im Nachhinein nochmal durchgehen. Aber wenn ich jetzt jede Tabelle Ihnen zu erläutern, dann ist die Zeit damit verbracht, dass ich nur die Grafiken erkläre, sondern Sie sollen illustrieren, dass man sich gleich auswirkt, keine Sorge, aber ich werde nicht jede einzelne Folie erläutern können in ihren Facetten. Ich soll etwas über den Arbeitsmarkt im Feld der frühkindlichen Bildung sagen. Es war bei uns bislang nicht unbedingt üblich, sich mit Fragen des Arbeitsmarktes im Feld der frühkindlichen Bildung zu beschäftigen. Weder in der allgemeinen Arbeitsmarktforschung noch in der Frühpädagogik. Doch das könnte sich gegenwärtig ändern. Eine ungewöhnlich starke Personalexpansion, ein drohender Personalmangel, aber auch viele ungelöste Strukturprobleme dieses Teilarbeitsmarktes sind Anlässe, sich in Zukunft doch etwas intensiver mit diesem Arbeitsfeld unter Personalgesichtspunkten zu beschäftigen. Ich will das hier und heute tun. Dabei kann man aber die Dynamik dieses Arbeitsmarktes nicht analysieren und verstehen, wenn man sich nicht mit der unmittelbar damit zusammenhängenden Entwicklung des Ausbaus der Kindertagesbetreuung in jüngerer Zeit, also vor allem dem Platzausbau für unter Dreijährige, dem sogenannten U3-Ausbau, beschäftigt. Daher werde ich meine Ausführungen nachfolgend in einen Dreischritt untergliedern. In einem ersten Teil geht es zunächst einmal um die aktuelle Situation beim U3-Ausbau. Die sich dort vollziehende Dynamik ist ein unmittelbarer Indikator für die sich abzeichnende Beschäftigungsentwicklung. Das eine kann man ohne das andere nicht verstehen. In einem zweiten Abschnitt, im Hauptteil, wende ich mich dann dem frühpädagogischen Arbeitsmarkt im engeren Sinne zu, seinen Größenordnungen, seiner Dynamik und seinen Perspektiven. Und in einem dritten Teil werde ich nochmals kurz auf einige innere Strukturprobleme des Teilarbeitsmarktes Frühpädagogik zu sprechen kommen. Damit bleiben zugleich viele damit zusammenhängende Punkte aus Platz- und Zeitgründen notgedrungen ausgespart. Etwa eine Auseinandersetzung mit der ebenfalls in Bewegung geratenen Ausbildungslandschaft, da könnte man einiges dazu sagen, oder aber nochmal in einem systematischeren Sinne mit den Zukunftsperspektiven dieses Arbeitsfeldes,
Dazu haben wir unter anderem im Bildungsbericht 2010 einiges gesagt. Aber ich hoffe dennoch, dass einige wichtige Punkte hier und heute angesprochen werden. Damit komme ich zu meinem ersten Teil, das Ausbauprojekt Frühpädagogik. Wenn man auf die Debatte der letzten Jahre zurückblickt, kann man unschwer erkennen, die Politik hat die Kindheit entdeckt. Themen wie Bildung von Anfang an, frühe Förderung, Krippenausbau, Kindertagespflege oder auch die verbesserte Sprachförderung in den Kitas haben sich zu politisch debattenfähigen und schlagzeilenträchtigen Angelegenheiten entwickelt. Es entstanden Gesetze wie das zum Ausbau der Tagesbetreuung, das sogenannte THG, im Jahr 2004 unter damals Bundesfamilienministerin Renate Schmidt. Es folgte das noch viel ambitioniertere Ausbaugesetz KiföG, Kinderförderungsgesetz, unter Schmidts Nachfolgerin Ursula von der Leyen, die damit gewissermaßen die Politik ihres Vaters Ernst Albrecht, dem ehemaligen Ministerpräsidenten dieses Bundeslandes, konterkarierte. Mit diesem Gesetz wurde nur gut 10 Jahre nach Einführung eines Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz für 3- bis 6-Jährige, man muss sich nochmal klar machen, das war erst Mitte der 90er Jahre, zusätzlich auch ein Rechtsanspruch für 1- und 2-Jährige auf den Weg gebracht, der in einigen Monaten, genau zum 1. August 2013, wirksam wird, während ihr Vater, Ernst Albrecht, keine 20 Jahre davor noch den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz verhinderte. Man könnte dies als Ironie der deutschen Sozialgeschichte betrachten oder einfach als Beleg dafür, dass Töchter in einem pluralistischen Land bisweilen deutlich andere Positionen haben als ihre Väter. Es gibt übrigens auch eine interessante bayerische Variante. In der Familie Stoiber ist das ganz ähnlich zugegangen. Auch das wäre eine interessante Studie, wie das so mit den Generationen ist. Und deswegen dauert es dann immer 20, 25 Jahre, bis die Politik sich ändert, weil dann die Kinder erst erwachsen sind und ihre Väter dann versuchen zu überzeugen, dass man es vielleicht anders machen könnte. In Anbetracht dieser rasanten Entwicklung würde ich die These wagen, dass wir uns mitten in einem Jahrzehnt der Frühpädagogik befinden. Die zweite Familien- und kindheitspolitische Wende, wie ich das bezeichnen würde, die in den Jahren zwischen 2004 und 2007 ihren Ausgang nahm, ist so fundamental, dass ihre Wirkung das Aufwachsen von Kindern im Westen Deutschlands weit mehr verändern wird als all die Jahrzehnte davor. Ich betone Westen Deutschlands, weil wir mit der DDR und ihrer Geschichte und der anschließenden Entwicklung eigentlich eine separate Entwicklung dieser Debatte führen müssten, die eine ganz andere Konnotation hat, aber ich hier heute aus Zeitgründen nicht eigens beobachten kann. Die Dynamik, die von dieser Wende ausging, stellt alles in den Schatten, was wir bisher in der Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Deutschland beobachten konnten. Das zeigt der Blick auf die vergangenen 6 Jahre. Konkret. Im Jahr 2006 gab es in Westdeutschland im U3-Bereich gerade mal 137.000 Plätze. Und im März 2012, dem jüngsten Messzeitpunkt, wir haben erst diesen Monat die neuesten Zahlen bekommen, hatten in den alten Bundesländern bereits 361.000 Kinder unter 3 Jahren einen Betreuungsplatz in einer Kita oder bei einer Tagespflegeperson. Also die Hütchen obendrauf ist immer die Tagespflege und das andere sind die Kindertageseinrichtungen. Das heißt, die Zahl der Plätze hat sich weit mehr als verdoppelt, beinahe verdreifacht. Dieses Wachstum erreicht damit eine Größenordnung, die ganz unübersehbar seither alle Beteiligten vor immense Herausforderungen stellt. Das ist aber noch nicht das Ende der Entwicklung. Das ominöse Datum, gewissermaßen der Tag der Wahrheit, ist der 1. August 2013. Also in 8 Monaten wird das Wirklichkeit, was die Politik 2007 beschlossen und 2008 in ein Gesetz gegossen hat, dass nämlich alle Eltern mit einem Kind im Alter von 1 oder 2 Jahren einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz hat. Wenn man der Politik folgt, dann sollen bis dahin, je nach Lesart und Akzentsetzung, deutschlandweit wenigstens 780.000 Plätze für durchschnittlich rund 39% der Kinder unter 3 Jahren zur Verfügung stehen. Richtet man den Blick allein auf Westdeutschland, wo der Ausbaubedarf am stärksten ist, ich habe das ja gerade angedeutet, dann wird hier mit einem durchschnittlichen Bedarf, also für Westdeutschland insgesamt, von etwa 35% zu rechnen sein, was knapp 567.000 Plätzen entsprechen würde.
ist die gleiche Grafik, die ich gerade gezeigt habe, nur jetzt eben der letzte Balken für 2013, damit Sie ein Gefühl kriegen, wie groß die Lücke noch zu dieser prognostizierten Zahl, die natürlich keiner genau kennt, aber die auf Basis verschiedener Untersuchungen, die wir am Deutschen Jugendinstitut durchgeführt haben, errechnet worden ist und inzwischen auch die offizielle Zahl ist, die das Statistische Bundesamt und auch die Ministerien zugrunde legen. Sie sehen, zwischen März 2012, dem letzten amtlich verfügbaren Messzeitpunkt vor dem Stichtag, wir werden keine neueren Zahlen mehr haben vor dem 1. August 2013, und diesem Tag, 1. August 2013, müssten demnach zusammen noch 206.000 Plätze in Kitas oder Tagespflege in Westdeutschland geschaffen werden. Das sind in etwa so viele, wie in den 5 Jahren zuvor insgesamt entstanden sind. Ein vorsichtig formuliert ambitioniertes Ziel. Dennoch will ich nicht in das Lamento über die vermeintlich untätige Politik einstimmen. Wenn man die Entwicklung zwischen 2006 und 2012 betrachtet, dann erkennt man unschwer eben auch die enormen zahlenmäßigen Fortschritte, die in vergleichsweise kurzer Zeit erreicht wurden. Dem verbleibenden und nicht zu leugnenden Defizit steht somit eine stattliche Leistung gegenüber. Von politischer Untätigkeit im Allgemeinen kann meines Erachtens jedenfalls nicht gesprochen werden. Und ob man das nun schafft oder nicht schafft, da wenn Interesse besteht, gleich nochmal eine Diskussion dann was dazu sagen. Ich möchte das mit 2 exemplarischen Hinweisen ergänzen. Also, dass die Politik insgesamt der Frühpädagogik nicht nur das macht, was unbedingt nötig ist, sondern dass sie durchaus darüber rausgeht. In der fachöffentlichen Debatte haben wir unsere Wahrnehmung in den letzten Jahren ganz auf die Plätze für Kinder unter 3 Jahre konzentriert. Was richtig war, da es hier wegen der jahrzehntelangen Stagnation in Westdeutschland den größten Bedarf einer nachholenden Modernisierung gab und immer noch gibt. Infolge einer zwischenzeitlich neu geschaffenen Rechtslage ist hier auch eine erhebliche Ausbaudynamik zu beobachten. Insofern scheint es also verständlich, dass sich Politik und Medien vor allem für diese Altersgruppe interessieren. Dennoch ist es sinnvoll, auch die Entwicklungen im klassischen Kerngebiet der Kita, nämlich im Kindergartenalter, zu beobachten. Könnte es doch immerhin sein, so ließe sich vermuten, dass die Entscheidungsträger in Politik und Verwaltung in diesem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe zugunsten des Ausbaus für die unter 3-Jährigen sparen. Die Realität sieht doch anders aus. Das erkennt man zum Beispiel bei den 3-Jährigen, also nur der Altersgruppe der 3- bis unter 4-Jährigen, also einem einzigen Jahrgang. Einem jahrelang kritischen Altersjahrgang, der trotz Rechtsanspruch immer hinterherhinkte. Dennoch sieht man, dass die Kita-Besuchsquote trotz U3-Ausbau auch bei den 3-Jährigen, also einen Jahrgang später, von Jahr zu Jahr zugenommen hat. Sowohl bundesweit als auch in Westdeutschland ist sie in den letzten 6 Jahren um 10 Prozentpunkte gestiegen. Noch ausgeprägter zeigt sich der prozentuale Anstieg übrigens in Niedersachsen, wo bis vor kurzem die Zahl der 3-Jährigen in Kitas im Ländervergleich noch relativ niedrig war, zuletzt jedoch eine anhaltende Aufholjagd zu beobachten ist, wie Sie der oberen Kurve entnehmen können. Insgesamt deutet sich an diesem Beispiel ein neues Muster der Normalität im Aufwachsen von Kindern an. Ganz offenkundig beginnt der Prozess der institutionellen Bildung, Betreuung und Erziehung in Deutschland, man muss wieder sagen in Westdeutschland, immer früher. Eine Entwicklung, die inzwischen schon bei den 2-Jährigen deutlich wird. Hier liegen die entsprechenden Quoten in Ostdeutschland inzwischen bereits bei über 82%, also 82% aller 2- bis unter 3-Jährigen in Ostdeutschland und im Westen bei immerhin 43%, auch hier mit auffällig steigender Tendenz, wenn man bedenkt, dass dieser Wert 2004 in den westlichen Flächenländern noch bei 18% lag. Also 2004 waren 18% der 2- bis 3-Jährigen in der Krippe und heute sind es im Westen 43%, 2012 und im Osten bereits 82%. Dort ist es längst sozusagen eine Normalität. Das heißt, konzentrierte sich der Kita-Einstieg in der ehemaligen Bundesrepublik, also bis Ende der 80er Jahre, lange Zeit vornehmlich auf die 4-Jährigen. Noch 1998 waren weniger als die Hälfte der 3-Jährigen beispielsweise in einer Kita. So wird in 1-2 Jahren bereits mehr als die Hälfte aller 2-Jährigen in Deutschland eine Kita besuchen.
Das ist schon eine beachtliche Veränderung. Wir haben das an anderer Stelle sozusagen die Institutionalisierung von Kindheit genannt. Nun könnte man sagen, den Ländern und Kommunen bleibt zumindest bei den Dreijährigen gar nichts anderes übrig. Schließlich haben Eltern seit 1996 hierauf einen Rechtsanspruch. Das stimmt. Und doch zeigt sich auch dort, wo keine Rechtsansprüche definiert sind, eine Ausbaudynamik. Etwa bei den Ganztagesplätzen. In dieser Hinsicht wird nach und nach ebenfalls etwas zur westdeutschen Normalität, was im Osten schon längst gängige Praxis ist. So ist die Zahl der Ganztagesplätze, Sie sehen, wir haben das hier nur zusammengefasst, alle Ganztagesplätze bei den, also im Kindergartenalter und dann im Hortalter. So ist die Zahl der Ganztagesplätze in Kitas für die über Dreijährigen in den letzten 6 Jahren in Deutschland um fast 60% und in Westdeutschland um 80% gestiegen. In Niedersachsen, wieder übrigens beginnend auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau, hat sich die Zahl der Ganztagesplätze in dieser Zeit sogar schlicht verdoppelt. Hier hat man offenbar die Zeichen der Zeit erkannt. Wie gesagt, dieser Ganztagsausbau erfolgt, ohne dass es hierfür eine rechtsverbindliche Grundlage gibt. Dahinter sind zwei Triebkräfte zu vermuten. Zum einen das nachhaltige Engagement von Ländern und Kommunen für die gesamte Kindertagesbetreuung, also nicht nur für das Krippenalter. Zum anderen das anhaltende und weiter wachsende Interesse der Eltern an Betreuungsplätzen, auch für jüngere Kinder. Wenn man mithin eine erste Bilanz ziehen will, wie sich dieses Feld in den letzten Jahren entwickelt hat, so kann man sagen, die Veränderungen sind größer als alles, was wir in den Jahren und Jahrzehnten zuvor beobachten konnten. Sie betreffen nicht nur die unter Dreijährigen und sie sind längst noch nicht abgeschlossen. Dass dies alles nicht ohne Folgen für den Arbeitsmarkt in der Frühpädagogik bleiben kann, dürfte kaum jemand überraschen. Daher jetzt zu meinem zweiten Teil, zum Hauptteil der Arbeitsmarkt, Frühpädagogik. Was heißt dies nun alles für den dazugehörigen Arbeitsmarkt? Wie hat sich dies entwickelt? Was sind die intendierten und nicht intendierten Nebenwirkungen dieser anhaltenden Expansion? Diese Fragen werde ich anhand von 3 Thesen zu belegen versuchen. Erste These: Die Kinder- und Jugendhilfe hat durch ihr Wachstum in Deutschland eine nicht zu unterschätzende Bedeutung für den Gesamtarbeitsmarkt erlangt. Zweite These: Das rasante Personalwachstum der letzten Jahre ist bislang erstaunlicherweise mit wenigen Friktionen und Nebenwirkungen erfolgt. Und drittens: Für die nahe Zukunft muss dies nicht unbedingt so bleiben, da in den nächsten Jahren Passungsprobleme auf dem frühpädagogischen Arbeitsmarkt nicht auszuschließen sind. Um die Relevanz der Frühpädagogik als Arbeitsmarkt besser einschätzen zu können, will ich zunächst einmal den Blick etwas weiten, und zwar auf den gesamten Arbeitsmarkt für die sozialen Berufe. Man muss wissen, die Kinder- und Jugendhilfe ist gewissermaßen das Dach auch der Kita, das rechtlich gesehen ja diesem Bereich zugeordnet, nicht der Schule, nicht dem Bildungssystem im engeren Sinn. Und die Kinder- und Jugendhilfe ist wieder ein Teilgebiet der gesamten sogenannten sozialen Berufe. Und deswegen ist es, glaube ich, sinnvoll, diesen Zusammenhang sich zu vergegenwärtigen. Dabei zeigt sich für die vergangenen 20 Jahre ein enormer Wachstumsschub. Seit 1990/91 ist die Zahl der Beschäftigten in diesem Segment um deutlich mehr als 50% gestiegen. Oder um das mal in absoluten Größenordnungen auszudrücken, heute sind fast 1,4 Millionen Menschen sozialversicherungspflichtig in diesem Sektor der sozialen Berufe tätig. Zum Vergleich 1980 waren das im Westen gerade mal 280.000 Beschäftigte und heute 1,4 Millionen. Da kommt natürlich der Osten dazu und trotzdem kriegen Sie eine Idee, wo das Ganze hingegangen ist und was da eigentlich in den letzten 20 Jahren wirklich passiert ist. Versucht man herauszufinden, welche Teile dieses Arbeitsmarktes dazu mehr oder weniger beigetragen haben, kann man zunächst feststellen, die Kinder- und Jugendhilfe als Ganzes, das ist jetzt die zweite Kurve, die ich einblende, ist ebenfalls gewachsen, aber nicht ganz so stark wie die sozialen Berufe insgesamt. Das hängt, wie man vermuten kann,
vor allen Dingen mit der außergewöhnlichen Expansion im Bereich der Altenpflege zusammen. Die wird den sozialen Berufen zugerechnet und wissen Sie alle, da ist sehr viel passiert. Die Altenpflege hat inzwischen die Gruppe der Erzieherinnen fast eingeholt und ist der dynamische Bereich, der am stärksten gewachsen ist und, das wissen wir alle, aufgrund der Demografie natürlich auch noch weiter wachsen wird. Und wenn man das den sozialen Berufen zurechnet, ist da natürlich eine wichtige Erklärung für diesen Wachstumsschub und die Kinder- und Jugendhilfe ist ein eigener Bereich und insofern sind die sozialen Berufe insgesamt etwas stärker gewachsen. Und auch die Kitas als Teilbereich der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigen deutschlandweit inzwischen mehr Menschen, wenngleich auch dies etwas langsamer gewachsen ist als das Gesamtfeld der sozialen Berufe. Also wir haben immer 90, 91, 100 gesetzt, damit Sie sehen, es ist lange etwa gleich geblieben und dann doch zuletzt nach oben gegangen in der schwarzen Kurve als soziale Berufe insgesamt auf über den Wert 150 raus, die anderen knapp unter 150, aber zuletzt sehen Sie auch deutlich angestiegen, durchaus vergleichbar mit diesem Bereich. Unterteilt man jedoch die Kindertageseinrichtungen nach Ost- und Westdeutschland, ich habe ja gesagt, man muss da eigentlich zwei verschiedene Geschichten erzählen und ich habe hier vor allen Dingen die westdeutsche, so verändert sich das Bild deutlich. Das hängt übrigens mit den demografisch bedingten Abbauszenarien der ostdeutschen Kitas in den 90er Jahren zusammen. Da ist der Arbeitsmarkt richtig zusammengebrochen. Wir haben damals Analysen gemacht. Von dem Ausgangswert 100 am Übergang zur DDR sind am Schluss noch 40% übrig gewesen. Da können Sie sich vorstellen, was da tatsächlich dann passiert ist. Wenn man also jetzt nur den Westen, und das ist jetzt die letzte Kurve, die ich Ihnen einblende, zeige, das ist die Entwicklung der westdeutschen Kita-Landschaft, dann sieht man eine Entwicklung sehr deutlich. Nun erst erkennt man, dass die westdeutschen Kitas ein erheblicher Motor dieser Arbeitsmarktexpansion sind. Die Zahl der Beschäftigten in westdeutschen Kitas hat sich innerhalb von 20 Jahren weit mehr als verdoppelt. Dahinter verbirgt sich eine Wachstumsdynamik, die auf Teilarbeitsmärkten nicht allzu häufig festzustellen ist, in industriellen Boombranchen schon gar nicht. Dort wächst zwar im Normalfall die Wertschöpfung der Branche, doch die Zahl der Arbeitsplätze steigt nicht im gleichen Maße. Im Gegenteil, weil in der industriellen Fertigung die Produktivität meist eher durch Rationalisierung und Automatisierung erreicht wird, geht sie in der Regel mit Personalabbau einher. In personenbezogenen Dienstleistungsberufen indessen existieren derartige Rationalisierungspotenziale so gut wie nicht, weshalb das Wachstum der Kita-Plätze fast linear zu einem Wachstum der Zahl der Beschäftigten führt. Also das heißt, wenn Sie mehr Plätze haben, brauchen Sie mehr Personal, können nicht einfach sagen, können wir jetzt automatisieren, stellen eine Maschine rein, können wir ein bisschen was einsparen. Das geht natürlich in Industrie, in vielen anderen Bereichen Automatisierung. Gucken Sie die Bankenbranche und andere, also viele Dienstleistungsbranchen. Und wir müssen uns klar machen, dass das eigentlich die Riesenherausforderung übrigens für die Gesellschaft als Ganzes ist, wie es eigentlich das Problem der personenbezogenen Dienstleistungsberufe oder wie ich die nenne, der Dienst der Menschen in Zukunft klärt. Es werden immer mehr, also da wird man nicht rationalisieren, das andere wird man rationalisieren können. Die Relation wird immer größer und damit wird das System immer teurer, weil das natürlich sozusagen gewaltige Eruptionen dann im Gesamtarbeitsmarkt gibt. Das ist eine spannende Thematik, die, glaube ich, in dieser Gesellschaft noch gar nicht genügend deutlich geworden ist, die man noch ganz anders wird diskutieren müssen. Deshalb wird in diesem Feld, also in dem Feld der Kita, für das Jahr 2012 ein historischer Personalhöchststand erkennbar. Auch hier unten der Westdeutsche und oben dann in dem rötlichen Ton Ostdeutschland mit eingerechnet. Mehr als eine halbe Million beschäftigter Menschen, inzwischen fast 550.000, sorgen in deutschen Kindertageseinrichtungen für ein personelles Allzeithoch. Zum Vergleich, in der Automobilindustrie, die lange Zeit unangefochten als deutsche Schlüsselindustrie galt, arbeiten heutzutage noch etwa 750.000 Beschäftigte. Wenn Sie diesen Vergleich noch etwas plastischer haben wollen, empfehle ich den Vergleich der Autoindustrie mit dem gesamten Sektor der Kinder- und Jugendhilfe. Da ist dann nämlich Gleichstand erreicht. In der Kinder- und Jugendhilfe wie in der deutschen Automobilindustrie arbeiten derzeit jeweils ungefähr eine Dreiviertelmillion Menschen. Zwar lässt sich die ökonomische Wertschöpfung beider Sektoren schon aus methodischen Gründen nur schwer miteinander vergleichen. Auch ist die öffentliche Wahrnehmung der Bedeutung der beiden Arbeitsfelder durchaus unterschiedlich. Dennoch weist dieser Vergleich darauf hin, dass die Kinder- und Jugendhilfe längst nicht mehr nur ein Nischenarbeitsmarkt ist. Vielmehr ist sie nicht nur zu einer eigenen Branche, sondern zugleich auch zu einer arbeitsmarktpolitisch wichtigen Wachstumsbranche geworden. Sie gehört neben dem Gesundheits- und Pflegebereich
zu den einschlägigen Top-Zukunftsbranchen des Arbeitsmarktes in Deutschland schlechthin. Das muss man sich schon klar machen. Und ich habe Ihnen gesagt, die Kitas sind darin sozusagen der Hauptwachstumsmotor für die gesamte Kinder- und Jugendhilfe. Aber es ist eben nicht nur ein Nischenphänomen der pädagogischen Berufe, sondern wenn Sie tatsächlich die Wachstumsberufe in Deutschland sich angucken, wenn Sie sich die Schrumpfungsbereiche angucken, dann gehören die Gesundheitspflege, Sozialerziehungsberufe mit zu den größten Wachstumsbranchen in Deutschland. Das drückt auf der einen Seite die ökonomische Problematik aus, die ich angedeutet habe, zum anderen aber auch natürlich die Dynamik, die insgesamt mit diesem Bereich verbunden ist. Und um platt zu sagen, wenn man das abziehen würde, dann hätte man ein anderes Problem von Arbeitslosigkeit. Also das sind alles wichtige Zusammenhänge, die man sich für Deutschland klar machen muss, dass dieser Bereich, Klammer auf, da kommen wir gleich noch zu, als Wachstumsbereich vor allen Dingen im Bereich der Frauenberufstätigkeit eine sehr große und wichtige Dynamik hat. Nun kann und sollte man bei jedem Wachstum auch nach seinem Preis fragen. Worin? So die Frage, bestehen Schwierigkeiten, Unverträglichkeiten und Passungsprobleme, die durch ein derart schnelles Wachstum einer Branche entstehen? Hierbei drängt sich zunächst eine erste politische Unverträglichkeit auf, nämlich das Personalwachstum ist, nicht ganz überraschend, mit einem Ausgabenwachstum verbunden, vor allem in den Kommunen, aber auch in den Ländern und beim Bund. Wenig verwunderlich wäre es daher, wenn die politisch Verantwortlichen infolgedessen nun Einsparungen anmahnen. Einem anderen Bereich der Kinder- und Jugendhilfe, nämlich bei den Hilfen zur Erziehung, können wir diese Reaktion derzeit beobachten. Da reagieren Politiker auf starke Ausgabensteigerungen mit Überlegungen zur Kostendämpfung. Bei den Kitas sind derartige Tendenzen bislang nicht wirklich zu erkennen, auch wenn die Kommunen und ihre Lobbyorganisationen natürlich nicht aufhören, über die Kostenlast aufgrund des starken Ausbaus und einem engen vorgegebenen Zeitrahmen zu klagen. Aber im Kern wird das Ziel U3-Ausbau nicht ernsthaft in Frage gestellt. Während im Unterschied dazu bei den Hilfen zur Erziehung die Sparbemühungen ihren Grund durchaus in der Skepsis über falsch investierte Mittel haben. Eine zweite unerwünschte Nebenwirkung, die dieses außergewöhnlich starke Personalwachstum mit sich bringen könnte, bestünde in einer Dequalifizierung der Personalstruktur. Aber auch diese ist bisher nicht zu erkennen. So ist der Anteil der Beschäftigten ohne berufliche Ausbildung, das ist der linke Bereich, in den letzten Jahrzehnten, wir haben von 1974 die ersten Daten, die verfügbar sind für Deutschland, bis 2012 verglichen, in den letzten Jahrzehnten stark gesunken. Ein kleiner, minimaler Anstieg ist allerdings im letzten Jahr von 2011 auf 2012 erkennbar, der aber noch nichts bedeuten muss. Komplementär dazu ist die mittlere Gruppe, ist der Anteil der Erzieherinnen über die Jahre hinweg von einem Anteil von einem auf zuletzt zwei Drittel gestiegen. Aber auch hier erkennt man wieder ein winziges Absinken gegenüber 2011. Ob das der Beginn einer Trendwende oder aber nur eine temporäre Delle mit sehr kleiner Ausprägung ist, wird sich erst in den kommenden Jahren zeigen. Ich würde diese Befundlage vorerst als eine Aufforderung zu erhöhter Wachsamkeit interpretieren. Bisher ist eine Dequalifizierung der Beschäftigungsstruktur in großem Stil jedenfalls überhaupt nicht erkennbar. Dennoch könnte der Beginn einer solchen Entwicklung soeben erfolgt sein. Ein drittes Passungsproblem aufgrund des starken Wachstums könnte schließlich in einem sich abzeichnenden Personal- und Fachkräftemangel bestehen. Wenn eine Branche plötzlich schneller als gewöhnlich wächst, und das ist im Kita-Bereich ganz offenkundig der Fall, dann ist nicht ohne weiteres gesichert, dass dafür auch ausreichend qualifizierte Beschäftigte zur Verfügung stehen. In dieser Hinsicht deuten sich in der Tat im Arbeitsmarkt Frühpädagogik Passungsprobleme an. Allerdings ist es den Ländern in den letzten Jahren erst einmal erfolgreich gelungen, die Zahl der Auszubildenden und damit auch der Absolventinnen und Absolventen für dieses Feld enorm zu steigern. Konkret: So haben in Deutschland im vergangenen Schuljahr 2011/2012 fast 30.000 Menschen eine Ausbildung zur Erzieherin und zum Erzieher begonnen, während es 5 Jahre zuvor nur knapp 20.000 waren. Das ist in so kurzer Zeit schon eine beachtliche Steigerung. Da im gleichen Zeitraum die Zahl der Auszubildenden in der Kinderpflege oder
zur Sozialassistentin unter dem Strich ebenfalls leicht gestiegen sind. Also wenn Sie die beiden zusammenzählen, das eine ist ein bisschen zurückgegangen, das andere etwas stärker hochgegangen. So deutet dies darauf hin, dass die berufsbildende Ausbildungslandschaft den steigenden Personalbedarf in der Frühpädagogik durchaus wahrnimmt und darauf reagiert hat, indem zumindest die Ausbildungskapazitäten erhöht wurden. Die Frage ist allerdings, ob dieser Anstieg auf Seiten der Auszubildenden ausreicht, um den weiter wachsenden Personalbedarf der nächsten Jahre zu decken. Ich will trotzdem noch mal hinweisen, wenn Sie sich angucken, wie sich die Kurve der Erzieherinnen entwickelt hat innerhalb von 4-5 Jahren, dann ist das schon eine gewaltige, fast explosionsartige Vermehrung eigentlich dieser Ausbildungszahlen, die bislang in der Öffentlichkeit noch gar nicht wahrgenommen worden sind. Also das Klagen, dass wir zu wenig Personal haben, geht eigentlich immer noch von diesen Werten von ein paar Jahren aus und nimmt nicht zur Kenntnis, dass wir ein Wachstum haben. Insofern ist die gesamte Lage etwas komplizierter. Wenn man nur einmal für den August 2013 eine Personalbedarfsprognose erstellt, und wir haben das mehrfach versucht, Matthias Schilling und ich haben das an verschiedenen Stellen veröffentlicht, aktualisiert, den Ministerien vorgetragen, und alles andere als eine Prognose für nächstes Jahr wäre im Augenblick auch zu kompliziert, weil man muss ganz viele Annahmen machen. So muss man dazu so viele Vorüberlegungen und Entscheidungen treffen, dass einem fast etwas mulmig wird. Wichtig ist aber, dass diese Annahmen ausgewiesen werden, damit die Vorgehensweise rechnerisch nachvollziehbar bleibt. Es gibt im Moment eine aufgeregte Debatte, Personal reicht nicht, und ich bin dann immer interessiert und gespannt, wie die Menschen zu dieser Aussage kommen. Und man merkt, ist eher so ein Bauchgefühl als eigentlich eine rechnerisch erzeugte Prognose. Es beginnt bei der Frage, wie viele unter Dreijährige es zu diesem Zeitpunkt geben wird. Das ist inzwischen einigermaßen gut überschaubar, so kurz vor der Zeit, aber vor 3-4 Jahren war das noch nicht so klar. Geht weiter mit der Frage, wie viele Eltern von diesen Kindern im August 2013 vermutlich einen Betreuungsplatz nachfragen. Die eigentlich große Unbekannte. Es nützt ja nichts, wenn ich weiß, wie viele Eltern es gibt. In der Schulpolitik kann ich wunderbar planen, weil ich weiß, alle Kinder müssen in die Schule, aber bei der Kita weiß nicht, wie verhalten sich Eltern. Und da ist es schon nicht nur ein Unterschied, wie viele wollen einen Platz, sondern wann wollen sie diesen Platz? Sie sagen, ich warte noch ein halbes Jahr. Diese Offenheit, diese Beliebigkeit ist für Planung eigentlich fast nicht vernünftig zu lösen. Aber sie müssen Annahmen machen, wenn sie Prognosen machen. Des Weiteren muss man Voraussagen dazu treffen, wie viele Erzieherinnen bis 2013 in Rente gehen. Das ist schwierig, weil wir eine enorme Entwicklung und Dynamik in diesem Bereich haben. Wir können seit Jahren beobachten, dass Erzieherinnen immer älter werden. Wenn man sich das genauer im Detail anguckt, früher sind die viel früher ausgestiegen. Also auch das ist nicht so ganz trivial, diese Annahmen zu machen. Und wie viele aus anderen Gründen vorzeitig aus dem Arbeitsfeld ausscheiden. Das Feld ist dadurch geprägt, dass viele dann, wenn sie eigene Kinder, also steigen Vollzeit ein, dann gehen sie raus, Teilzeit. Das sind alles Annahmen, die sie machen müssen, wenn sie prognostisch damit planen. Und schließlich gilt es zu klären, wie viele neu ausgebildete Fachkräfte an den Toren des Arbeitsmarktes bereitstehen. Das habe ich Ihnen hier angedeutet. Aber auch, wie viele davon überhaupt bereit wären, tatsächlich in einer Kita zu arbeiten. Nicht 100 ausgebildete Erzieherinnen gehen, davon gehen nicht 99 in die Kita. Da müssen sie auch wieder Annahmen machen. Die einen wollen weitermachen, noch studieren, wollen was anderes machen. Die anderen sagen, ich will die Jugendarbeit, ich will die Heimerziehung, wo auch immer, aber ich gehe nicht in die Kita. Also das heißt, auch da haben sie wieder Annahmen, wie viel sie tatsächlich, von wie vielen Werten man ausgehen kann. Und ich glaube, es dürfte schnell einsichtig sein, dass sich allein mit diesen verschiedenen Annahmen vielfältige Modifikationen in der Berechnung eröffnen. Wenn man nun im Lichte dieser Unwägbarkeiten sich die eine Zahl zum Personalmangel im August 2013 erhofft, so hat man zwei Möglichkeiten. Entweder derartige Berechnungen als grobe Richtwerte zu betrachten, die wichtige Hinweise liefern können, ob, wo und in welchem Ausmaß sich personelle Fehlbedarfe abzeichnen. Oder aber man vertraut jenseits all dieser Berechnungen seinen erfahrungsbasierten Vermutungen und seinem Bauchgefühl, was sich sehr viel einfacher zu politischer Empörung und medialen Skandalisierung eignet. Ich will hier keine Namen und Kollegen nennen, aber es gibt durchaus im Feld Menschen, die sofort jedem Journalisten sagen, das klappt alles nicht, weil es fehlt Personal. Und wenn ich dann immer anfange, ein bisschen zu erzählen, wie man das differenzieren muss, haben die immer kein Interesse mehr. Das ist einfach nicht spektakulär genug. Es ist leichter zu sagen, wir schaffen das alles nicht. Und sofort hat man eine Skandalisierungsthese und kann wieder ein Stück Politiker-Bashing machen, weil die sich nicht rechtzeitig darum gekümmert hätten, als würden wir in Deutschland Staatsquoten einführen, dass die und die so und so viel ausgebildet werden müssen. Also wir wissen, dass wir keine Steuerung in Ausbildungsfragen haben, sondern dass freie Entscheidungen junger Menschen sind. Und das kann man nicht so leicht einfach so genau justieren, können wir in vielen anderen Branchen und Bereichen eben auch sehen. Ich habe mich für die erste, also die weniger spektakuläre und dafür hoffentlich rechnerisch gehaltvollere Variante entschieden
und lege Ihnen eine Grafik vor, die etwas kompliziert ist. Ich will die auch jetzt nicht im Detail erläutern, das würde zu lange dauern. Sie ist entnommen einem Beitrag aus der DJI-Zeitschrift Impulse, aber aktualisiert. Das sind jetzt Zahlen, die Sie das erste Mal hier sehen, die hat bislang noch niemand gesehen. Wir haben das jetzt aufgrund dessen, dass eben seit 3 Wochen jetzt die Ausbauzahlen für 2012 vorliegen, aktualisiert und ich habe die jetzt einfach analog transformiert. Demnach werden nach den jüngsten Berechnungen im August 2013 in Westdeutschland vermutlich knapp 20.000 ausgebildete Fachkräfte, das ist da unten die sogenannte Bilanz, fehlen. Das sind fast so viele wie im Schuljahr 2006-2007, ich hatte Ihnen vorhin die Zahlen gezeigt, eine Ausbildung als Erzieherin begonnen haben. Also eine beachtliche Zahl. Gleichzeitig muss man aber auch in Rechnung stellen, dass in den westdeutschen Kitas heutzutage bereits rund 450.000 Personen beschäftigt sind. Was bedeutet, dass in Anbetracht dieser Relation von knapp 20.000 Fehlenden zu rund 450.000 beschäftigten Fachkräften das Katastrophenszenario Kitas mit Kindern, aber ohne Personal, als eine überregionale Notlage nicht ganz realistisch ist. Was sich unterdessen aber deutlich abzeichnet ist, dass es in dieser Hinsicht mit ziemlicher Sicherheit regional sehr unterschiedliche Effekte geben wird. Wir haben hierzu für das Land Hessen eine Regionalstudie durchgeführt, wo wir wirklich auf Kreisebene jeden Kreis geguckt haben, wie sich dort die Relation ergibt. Also gefragt, wie viele Fachschulen gibt es dort, wie viel bilden die aus, wie ist der Arbeitsmarkt, wie viele Arbeitslose, und haben das versucht, kleinformatig für das Land Hessen zu analysieren. Und da hat man ganz deutliche Effekte sehen können. In manchen Regionen Deutschlands, vor allem in Ostdeutschland, so die Bilanz, werden die Einrichtungen von einem Personalmangel so gut wie nichts bemerken. In anderen Gebieten, insbesondere in den westdeutschen Großstädten und Metropolregionen, werden die Arbeitgeber hingegen in ausgesprochen schwierige Situationen geraten, beziehungsweise sind schon mittendrin. Gerade in der Hessen-Studie zeigt sich, es gibt ein einziges Gebiet in Hessen, wo schwierig wird, das ist Rhein-Main-Gebiet. Dort ist es richtig schwierig und die Stadt Frankfurt reagiert jetzt schon, indem sie einfach Erzieherinnen eine Gehaltsstufe mehr bezahlt, um wenigstens einige zu motivieren. In München haben wir das gleiche Problem. Klar, wenn ich Lebenshaltungskosten habe, die mit einem Erzieherinnengehalt nicht mehr zu decken sind, dann gibt es überhaupt keine Motivation, wenn ich irgendwo im Bayerischen Wald eine Ausbildung gemacht habe, nach München dafür zu ziehen, zumal Erzieherin meistens der Zweitberuf ist, also wenn man einen Partner hat und auch oft nicht auskömmlich ist, was die Existenz anbelangt von der Bezahlung her, sodass man diese Effekte im Grunde genommen sagen muss, die Politik nimmt sie billigend in Kauf und das sind jetzt die Folgen dessen, dass wir ungleiche Verteilungen haben, weil natürlich nie jemand in der Ausbildungssituation regional gedacht hat, sondern es gab halt überall, wir haben 450, glaube ich, Fachschulen in Deutschland, die sind breit gestreut, aber nicht sozusagen nach dieser Logik natürlich. In nahezu allen anderen Teilen Deutschlands wird die Personalfrage jedoch nach allem, was wir derzeit sagen können, beim U3-Ausbau nicht zur spielentscheidenden Hürde. Ich habe immer gesagt, es gibt 3 Kriterien für den U3-Ausbau. Das erste ist Geld, das zweite sind Plätze und das dritte ist Personal. Und das Personal ist das dritte und nicht das erste und auch nicht das zweite Thema. Versucht man nun diese Gesamtentwicklung des frühpädagogischen Arbeitsmarktes, die ich in diesem zweiten Abschnitt vorstellen wollte, zu bilanzieren, so kann man vorerst folgendes Zwischenresümee ziehen. Erstens, was wir derzeit beobachten, ist ein beachtliches Personalwachstum im Arbeitsfeld der frühkindlichen Bildung, das nicht nur politisch gewollt und gesellschaftlich flankiert wird, sondern auch auf eine wachsende Nachfrage nach öffentlicher Kindertagesbetreuung von Seiten der Eltern reagiert. Zweitens, diese Expansion ist bisher mit erstaunlich wenigen Friktionen einhergegangen, wobei die nächsten Jahre mit Blick auf den weiter wachsenden Personalbedarf deutlich schwieriger werden könnten. Nach allem, was wir gegenwärtig sagen können, wird die Nachfrage nach qualifizierten Fachkräften im Bereich der personenbezogenen Dienstleistungsberufe beziehungsweise etwas allgemeiner, ich habe es vorhin angedeutet, im Sozialbildungs- und Erziehungswesen auch im kommenden Jahrzehnt anhalten. Und das bei sinkenden Jahrgangsstärken im Ausbildungsalter. Infolgedessen werden die Verteilungskämpfe um gut qualifizierte Fachkräfte eher zunehmen. Und die Frühpädagogik muss sich darauf
ebenfalls einstellen. Also ich glaube, wir müssen lernen, dass auch in diesem Bereich die selbst- oder die automatische Rekrutierung des Personals nicht funktioniert. Auch die Träger, die Politik muss Werbung für diesen Bereich machen, muss selber mit Prognosen versuchen, diese Situation zu analysieren, sodass wir da einfach von dieser Idee, das werden Sie schon irgendwie genügend finden, das war eben jahrzehntelang einigermaßen gut machbar, man sich verabschieden muss, weil bei einer geringer werdenden Zahl von jungen Menschen in diesen Altersgruppen wird der Verteilungskampf größer. Drittens, wir werden es in den nächsten Jahren vermutlich mit einer Personalsituation zu tun haben, in der nicht alles Wünschenswerte so einfach machbar sein wird. Die Träger und ihre Einrichtungen müssen sich im Falle eines weiter wachsenden Platz- und Personalbedarfs auf Zielkonflikte einstellen und im Zweifelsfall auch unerfreuliche, zweitbeste Entscheidungen in Erwägung ziehen, etwa bei der Gewinnung zusätzlichen Personals, beim Betreuungsschlüssel, bei den Standards, sprich in den zu wichtigen Fragen einer im Kern unverzichtbaren Strukturqualität. In den Einrichtungen und bei den Trägern wird es somit noch heftige Kontroversen geben. Und das Allerwichtigste ist dabei, dass am Ende in dieser Hinsicht nicht einfach von Dritten schmerzliche Schnitte vollzogen werden, was vor allem dann wahrscheinlich ist, wenn die Frühpädagogik allzu sehr an unhintergehbaren, aber faktisch nicht realisierbaren Positionen festhält. Ich rate also sehr dazu, dass man sich im politischen Alltagsgeschäft selber Gedanken macht, wie man mit diesen Friktionen umgeht und Lösungen anbietet, bevor Dritte, bevor die Kämmerer, bevor die Politik sozusagen, je weiter sie dann weg ist, umso weniger Probleme da etwas zu ändern haben die meisten. Wenn die Frühpädagogik zu sehr an dem optimalen Standard festhält und um diesen kämpft, muss sie viel mehr damit rechnen, dass es irgendwann sozusagen einen Dammbruch gibt und dann die entsprechenden Bedingungen verändert werden. Und deswegen wird man in eine nicht ganz einfache Situation kommen. Damit komme ich zu meinem dritten und letzten Abschnitt, der sich auf die Arbeitsbedingungen im Inneren dieses Feldes konzentriert. Lassen Sie mich auch hier zugespitzt beginnen. Zunächst gilt es also zu zeigen, dass Kindertageseinrichtungen bis heute eine tendenziell männerfreie Zone geblieben sind. Und der Blick hier ins Auditorium bestätigt das. Ich habe früher mal gesagt, ein Frauenberuf in Männerregie, wenn ich mir den Altersaufbau hier im Geschlecht angucke, ist auch das nicht so ganz auszuschließen. Also wir haben hier einen deutlich sozusagen geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt, der darüber hinaus mit auffällig hohen Teilzeitquoten einhergeht. Aber dennoch, das will ich betonen, ist eine Prekarisierung des Arbeitsfeldes Kita, wie es in anderen Branchen zu beobachten ist, Stichwort sind Minijobs, Leiharbeit, Zeitarbeit, bislang allenfalls in kleinen Dosierungen und Ansätzen zu erkennen. Beginnen möchte ich mit der Geschlechterfrage und den damit korrespondierenden Friktionen. Dabei ist die Ausgangslage ziemlich klar. Das Arbeitsfeld der frühkindlichen Bildung ist nahezu männerfrei. Einige von Ihnen werden sich vermutlich an die Kampagne Mehr Männer in Kitas erinnern. Wenn ich mir die Empirie der letzten Jahre dazu ansehe, dann erkenne ich zwar Veränderungen, doch sie haben bisher nicht dazu geführt, dass Männer einen nennenswerten Anteil des Kita-Personals ausmachen. Inzwischen sind wir im Jahr 2012 bei einem Männeranteil von 4,2% angelangt, was nicht einmal einer Verdoppelung in 15 Jahren entspricht. Und wenn ich die Dimensionen dieses Anteils betrachte, dann würde ich sagen, so niedrig wie der Männeranteil in Kitas, ist nur der Frauenanteil in Chefetagen der DAX-Konzerne. Der liegt ebenfalls bei etwa 4%. Selbst wenn wir die Entwicklungsdynamik der letzten Jahre linear hochrechnen, würde es noch einmal etwa ein halbes Jahrhundert dauern, bis wir bei einem Beschäftigungsanteil von 15% Männern angekommen wären. Und dann nennt man es immer noch Frauenarbeitsmarkt, was die Segregation anbelangt, wenn die Geschlechteranteile so ungleich sind. Die Tatsache, dass wir es mit einem immer noch fast ausschließlich geschlechtsspezifischen weiblichen Arbeitsmarkt zu tun haben, lässt sich unschwer mit anderen typischen Merkmalen dieses Arbeitsmarktes in Verbindung bringen, nämlich dem hohen Anteil an Teilzeitbeschäftigungen und dem geringen Akademisierungsgrad dieser Branche. Bei den wenigen Männern, die sich im Arbeitsfeld Frühpädagogik finden, erkennt man immerhin, dass ihr Anteil, wenn auch auf geringem Niveau, mit der Höhe der Qualifikation steigt.
Unter den Kinderpflegerinnen in Kitas sind 98,5% Frauen, 1,5% Männer. Beim Personal mit dem Abschluss Erzieherin, Erzieher ist das Verhältnis 97:3. Und bei den zugegeben insgesamt wenigen hochschulausgebildeten Fachkräften liegt dieses Verhältnis bei den Kindheitspädagogen, die übrigens das erste Mal seit November jetzt in dieser Statistik drin sind, bei 95:5 und bei den diplomierten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen bei immerhin 90:10. Dies könnte man auch als Hinweis darauf lesen, wie man mehr Männer in die Kitas holen könnte. Nämlich mit attraktiven Arbeitsplätzen, bei denen eine akademische Ausbildung ausdrücklich erwünscht ist, die angemessen bezahlt wird und in ihrer gesellschaftlichen Wertschätzung endlich den anderen Bereichen des Bildungswesens gleichgestellt wird. Aber dies muss dann selbstredend auch für alle weiblich Beschäftigten genauso gelten. Ein weiteres Kennzeichen, das vorerst ebenfalls sehr deutlich geschlechtsspezifisch konnotiert wird, ist der auffällig hohe Anteil an Teilzeitbeschäftigungen im Arbeitsfeld Kita, die es in diesem Umfang in männerdominierten Feldern, Arbeitsmarkt und Teilarbeitsmärkten nirgends in Deutschland gibt. So zeigt ein Blick auf die Arbeitszeiten, dass deutschlandweit nur 40% der Beschäftigten, also dieser rechte Teil, in Kitas eine typische Vollzeittätigkeit von 38,5 Wochenstunden und mehr ausüben. Und selbst wenn man noch die Gruppe der Teilzeitbeschäftigten mit einem Arbeitszeitvolumen von 32 und mehr Stunden hinzuaddiert, also den unteren Kreis mit den 18%, erhöht sich der Anteil lediglich auf einen Wert von knapp 60%. Bei allen anderen Arbeitszeitkonstellationen kann man weder von einer vollzeitähnlichen Beschäftigung reden, noch, und das wiegt weitaus schwerer, von einer existenzsichernden Beschäftigung. Das ist schon in sich ein nachdenklich stimmender Befund, der dann aber auch noch einmal im Vergleich zum Arbeitsmarkt insgesamt gesehen werden muss. Dort liegt die vollzeitähnliche Tätigkeit bei etwa 75%, dass Sie nur mal einen Vergleich haben. Hier haben wir gerade mal 40%. Oder aber auch zu anderen pädagogischen Arbeitsfeldern, wie etwa der Schule, bei der die Arbeitszeit bei weitem nicht so eng mit der Anwesenheitszeit am Arbeitsplatz verknüpft ist, sprich die Vereinbarkeit von Beruf und Familie deutlich besser realisiert werden kann, wenn ich eben nur die Unterrichtsstunden erstmal in der Schule sein muss, vielleicht auch mal ein paar Mal dazu, aber ansonsten auch vieles zu Hause machen kann, was eben eine Erzieherin der Kita nicht machen kann und dann eben Teilzeit in Anspruch nimmt und eigentlich keine eigene Existenzsicherung aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit hinkriegt. Mal jenseits der pädagogischen Frage, wie hilfreich es ist, wenn man es zu sehr zerstückelt, was im Umgang mit Kindern, auch das ist eine, finde ich, durchaus legitime Frage. Ich habe vor vielen Jahren das erste Mal eine Teilzeitanalyse gemacht und damals bin ich doch deshalb erschrocken, weil dieses Arbeitsfeld relativ nah an die jeder Manns, oder muss in dem Fall sagen, jeder Frau's Dienstleistungstätigkeiten wie Reinemacherfrauen und Verkäuferinnen kam. Das heißt eigentlich Berufe, die nicht dem Klischee dienen, dass sie hochqualifizierte Berufe sind. Und wenn der Beruf um Anerkennung kämpft, aber sich gleichzeitig im Verhalten diesen Bereichen sehr nahe kommt, dann macht es einen sehr nachdenklich. Allerdings muss man auch sagen, es hat sich viel verändert. Auch in der Schule haben wir viel Teilzeittätigkeit, aber eben wie gesagt mit dem Vorteil einer anderen Nutzung und räumlichen Möglichkeit eben der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und deswegen haben wir in beiden Feldern auch hohe weibliche Anteile. Wenn wir uns in dieser Frage auch noch einmal die Verhältnisse in Niedersachsen anschauen, dann sieht man, dass dort das Bild insgesamt noch etwas ungünstiger aussieht. Vollzeitbeschäftigte in Kitas gibt es in Niedersachsen in noch geringerem Maße als im gesamten Bundesgebiet. Dominant sind in diesem Bundesland die Halbtagsbeschäftigungen bzw. die großen Teilzeitbeschäftigungen, also diese Gruppe von fast 40%, die eine Arbeitszeit von 21, also eine Halbtagsstelle, bis unter 32 Wochenstunden haben. Gleichwohl, auch das will ich aber betonen, gilt hier wie auf Bundesebene, also in Niedersachsen wie auf Bundesebene insgesamt, in den letzten Jahren ist wieder ein leichter Trend zu längeren Arbeitszeiten erkennbar. Also das ist jetzt nur eine Momentaufnahme, wenn man sich's anguckt. In den letzten Jahren ist es wieder etwas mehr geworden. Also könnte vielleicht auch sagen, nicht die Talsohle ist durchschritten, aber die Zunahme dieser Teilzeitarbeit ist wieder etwas zurückgegangen, was aufgrund der Expansion dieser Branche durchaus naheliegend erscheint. Offensichtlich bemühen sich inzwischen die Träger, ihre Angestellten, sofern das im Rahmen der Kita-Angebote möglich ist, mit mehr Wochenstunden zu beschäftigen. Für die Beschäftigten bedeutet dies unter dem Strich ihre Marktmacht,
ist gegenwärtig im Arbeitsfeld Kita vergleichsweise groß, ihre Verhandlungsposition inzwischen vergleichsweise günstig. Und wer eine Verlängerung seiner oder ihrer Teilzeitarbeitszeit durchsetzen möchte, hat momentan wahrscheinlich wenig Probleme damit. Wenn man sich diese Befunde nun anschaut, dann kann man einen Schritt weitergehen und fragen, ob eine breitere Prekarisierung des Arbeitsfeldes Kita bevorsteht, die neben hohen Teilzeitquoten beispielsweise gekennzeichnet sein könnte durch unfreiwillige Freiberuflichkeit, durch Beschäftigung auf Honorarbasis oder hohen Anteilen befristeter Arbeitsverträge. Während man derartige Risiken in anderen Teilbereichen der Kinder- und Jugendhilfe in Ansätzen durchaus beobachten kann, bin ich für das Arbeitsfeld Kita vorerst vergleichsweise optimistisch. Wie Kirsten Fuchs, eine langjährige Mitarbeiterin im Dortmunder Forschungsverbund, vor 2 Jahren gezeigt hat, sind geringfügige Beschäftigungen beim Fachpersonal in Kitas eher selten. Auch das Phänomen, dass sich Erzieherinnen einen Zweitjob suchen müssen, war zu diesem Zeitpunkt ebenfalls sehr selten. Laut Auswertung des Mikrozensus ging es dabei um 4% der Erzieherinnen. Das soll man nicht vernachlässigen, aber es ist kein starker Trend, dass man sagt, wir haben hier die Tendenz aufgrund der schlechten Bezahlung, dass viele nebenher noch einen zusätzlichen Job machen. Eine gewisse prekarisierende Sonderstellung nehmen diesen Daten zufolge allerdings aufgrund ihrer häufiger befristeten Arbeitsverträge vor allem jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. Das ist eine Entwicklung, die wir in allen Arbeitsmärkten beobachten können. Die Generation, die nachwachsende Generation ist die, die die Last trägt, die drin sind, haben relativ stabile Verhältnisse. Wir können seit 30 Jahren im sozialen Sektor dieses Muster beobachten. Alle Risiken werden an den Berufsanfang gelegt. Deswegen ist das Jammern immer an den Ausbildungsstellen ganz hoch. Man kriegt ja keinen Arbeitsplatz und alle diese Dinge. Auch die, die mal drin sind, haben diese Sorgen alle nicht mehr. Das heißt, man muss diese schwierige Klippe und Hürde am Anfang überwinden. Danach will ich nicht sagen, ist nur noch Sonnenschein, aber das Wetter wird besser dahinter, wenn man das überstanden hat. Und insofern haben wir hier ein typisches gesellschaftliches Muster auch in diesem Bereich, dass gerade die Jüngeren erstmal dann eben befristet eingestellt werden. Das lässt auch die Gesetze lassen dieses Jahr zu. Dennoch, von einer Prekarisierung auf breiter Front würde ich in diesem Arbeitsfeld nicht sprechen wollen. Eher könnte es in Zukunft darum gehen, diesen traditionell weiblichen Dienstleistungsberuf weiter zu professionalisieren. Ein Ansinnen, das aus meiner Sicht angesichts der gesellschaftlichen Neubewertung früher Bildungsprozesse mehr als nahelegt. Wenn man sich dazu noch einmal die Qualifikation des Personals in einem größeren Zeitvergleich anschaut, dann erweisen sich die Entwicklungslinien bei denen im Feld tätigen bei diesen Punkten zwiespältig. Ich lege nochmal die Folie auf, die Sie gerade schon gesehen haben. Deutlich an Kontur gewonnen hat das Kita-Personal in seiner Zusammensetzung mit Blick auf die Frage, inwieweit dort Personen ohne jegliche berufliche Ausbildung tätig sind. Eine Frage, die vielen heute vermutlich schon merkwürdig vorkommen mag, die aber, wie man sieht, lange Zeit durchaus eine empirische Realität hatte. Früher hat es gereicht, wenn man eigene Kinder hatte und das Herz am richtigen Fleck, dann war es eigentlich ausreichend, um in einer Kita zu arbeiten. Und Sie sehen, dass hier 30% problemlos noch Mitte der 70er Jahre genau mit dieser sozusagen Qualifikation in die Kita kamen und dass sich das aber doch auch deutlich verändert hat. Das muss man schon zur Kenntnis nehmen, von 30% auf 3%. In dieser Hinsicht hat sich somit die Kita-Landschaft deutlich verändert. Ähnliches gilt mit Blick auf die Frage, wie viele der Beschäftigten eine pädagogisch einschlägige Ausbildung mitbringen, also Fachkräfte im engeren Sinn sind, also in der Regel Erzieherin. Hier zeigt sich, dass die Kitas auch Mitte der 70er Jahre mit einem Anteil von 38% starteten, um 2012 in Westdeutschland bei immerhin 65% zu landen, im Osten sind es noch mal mehr. Würde man die Kinderpflegerinnen und Sozialassistenten noch hinzuaddieren, so käme man auf zuletzt immerhin fast 90% fachlich einschlägig ausgebildetes Personal. Auch dieser Befund kann somit problemlos unter der Rubrik positiver Qualitätsentwicklung verbucht werden. Deutlich anders sieht es unterdessen aus, wenn man als Referenzpunkt nach den akademischen Ausbildungen des Personals fragt, also der rechten Seite der Merkens. Da gibt es noch so ganz kleine Hütchen. Hier zeigt sich für das Jahr 74, dass damals gerade mal 1% der Beschäftigten eine pädagogisch einschlägige Ausbildung an Hochschulen abgeschlossen hatte. Im Jahre 2012 waren es dann wenigstens 4,5%. Auch das ist unbestritten eine deutliche Steigerung, aber ebenfalls eine, die über die Frauenquote in DAX-Vorständen nicht hinausgeht. Mit anderen Worten, die Kitas sind somit die letzte
pädagogische Bastion ohne eine akademische Grundausrichtung. Das muss man sich nochmal klar machen. Ich könnte Ihnen jetzt viele Daten zeigen. Lehrer ist sowieso klar, da müssen alle eine akademische Ausbildung haben. Aber die gesamte Kinder- und Jugendhilfe, ob Sie die Jugendarbeit nehmen, die Jugendämter, die Erziehungsberatungsstellen, die Kinder- und Jugendarbeit, überall haben Sie deutlich höhere Anteile, ab 30% aufwärts, manche 50%, 60% Fachhochschulen, Universitätsausgebildete. Und insofern, glaube ich, ist der Schluss zulässig, dass wirklich die Kita die letzte Bastion ist, die eben nach wie vor auf diesem Bereich von 4-5% akademisch ausgebildetem Personal dahin dümpelt. Wenn sich das ändern soll, sind aus meiner Sicht grundsätzlich zwei Wege beschreitbar. Erstens, eine individuelle Akademisierung, also eine Akademisierung von Personen, von Beschäftigten, bei der dann immer mehr Beschäftigte mit einem Hochschulabschluss ins Arbeitsfeld Kita kommen. Ich habe mal eine Berechnung durchgeführt, wie das gehen würde, wenn wir jetzt alle akademisch ausbilden, und habe ausgerechnet, es dauert nur 150 Jahre, bis wir das Feld akademisiert haben. So wie es dann in der Schule Normalität ist, wenn wir auf dem Niveau weitermachen, den Größenordnungen, die wir bisher haben. Oder zweitens eine institutionelle Akademisierung, bei der nämlich Teile der heutigen sozialpädagogischen Fachschulen in hochschulische Einrichtungen überführt werden, wie dies etwa vor einem halben Jahrhundert in Sozialpädagogik, Sozialarbeit oder historisch noch etwas früher bei der Grundschullehrerausbildung der Fall war. Beide sind erst sukzessive in das Hochschulsystem integriert worden. Bei der Sozialarbeit mit der Gründung der Fachhochschulen, die haben von den Ingenieur, von dem Upgrading der Ingenieurschulen profitiert, sind mitgenommen worden, fast über Nacht, ganz überraschend. Sie waren eigentlich erst nur höhere Fachschulen. Und bei den Lehrerseminaren in der Grundschullehrerausbildung war es vor knapp 100 Jahren, in der dann auch langsam eine Akademisierung eingesetzt hat. Also das ist alles historisch machbar, und ich würde dies als eine institutionelle Akademisierung bezeichnen, weil man insgesamt mit dem Fahrstuhl eine Stufe nach oben fährt und nicht individuell nur sagt, ihr müsst jetzt sozusagen euch individuell an der Uni oder an der Fachhochschule qualifizieren. Ich sehe allerdings nicht, dass sich momentan irgendetwas in diese Richtung, also der institutionellen Akademisierung, bewegt. Fachschulen, die ein hochschulisches Profil anstreben, sind mir mit sehr wenigen Ausnahmen, vor allen Dingen bei den kirchlichen Fachschulen und Fachhochschulen, nicht bekannt. Und ich sehe auch nicht, dass diese Alternative politisch derzeit irgendwo gefördert oder konkret angedacht würde. Also bleibt vorerst nur der Weg der individuellen Akademisierung. Allerdings sind in Anbetracht der bestehenden Größenordnungen mit Blick auf die entsprechenden Ausbildungen an den Fachschulen, Berufsfachschulen sowie den Hochschulen einer dementsprechenden Dynamik vorerst enge Grenzen gesetzt. Trotz der unübersehbaren Dynamik an neuen Studiengängen im Bereich der Frühpädagogik bzw. Kindheitspädagogik, wie diese Studiengänge künftig wohl heißen sollen, im letzten Jahrzehnt mit inzwischen mehr als 50 neuen BA- und MA-Studiengängen im Kontext der frühkindlichen Bildung, wird dieser Schub auf Seiten der Hochschulausbildungen die Größenordnungen auf dem frühpädagogischen Arbeitsmarkt weitaus weniger verändern, als sich dies vielleicht viele erhoffen. Deswegen die beiden sozusagen Folien nebeneinander. So haben zwar im Studienjahr 2010-2011 fast 10.000 junge Menschen ein erziehungswissenschaftliches Studium an einer Universität und fast 15.000 ein Studium der sozialen Arbeit an Fachhochschulen begonnen. Diese werden aber, wie wir aus der Vergangenheit wissen und die Arbeitsmarktdaten der Kinder- und Jugendhilfestatistik belegen, nur zu verschwindend geringen Anteilen in das Feld der Kindertageseinrichtungen einmünden. Bleibt also allein die Gruppe der sogenannten Kindheitspädagogen, und die verbergen sich in dieser neuen Gruppe Erziehungswissenschaft FH, die Statistik inzwischen ausweist. Wenn man sich hier das aktuelle Volumen dieser neuen Studiengänge anschaut, tritt doch eine gewisse Ernüchterung ein. Auch wenn die Daten vorerst mit großer Vorsicht zu genießen sind, da mir die Statistik bei diesem Thema noch ausgesprochen fragil zu sein scheint, so zeigt sich doch, dass es sich dabei jedoch auf jeden Fall mit rund 1.000 Neueinsteigenden pro Studienjahr um eine relativ überschaubare Größenordnung handelt. Es sind hier 1.249 ausgewiesen. Wir wissen aber, wenn wir einzelne Standortprofile, das können wir runterrechnen und addieren, sehen wir, dass manche Standorte drin sind, die definitiv keinen kindheitspädagogischen Studiengang, sondern irgendetwas anderes Exotisches machen, das irgendwas mit Kindern zu tun hat, aber nicht für dieses Feld qualifiziert. Und die sind da auch mit drin. Und wenn wir die rausrechnen, gehen wir davon aus, dass wir im Moment wahrscheinlich die 1.000 nicht erreichen, die pro Jahr in diesen neuen Hochschulstudiengängen tatsächlich anfangen.
Ganz anders hingegen entwickeln sich die Gesamtzahlen auf Seiten der nicht-hochschulischen Ausbildung als im linken Bereich. In diesem gesamten Segment sehen wir ein Potenzial von mehr als 50.000 jungen Menschen. Also wenn Sie alles zusammennehmen, sehen Sie links die 50.000, die im Jahr 2010-11 eine Ausbildung zur Erzieherin, Sozialassistentin oder Kinderpflegerin begonnen haben, von denen später ein sehr großer Anteil in einer Kita arbeiten wird. Es zeigt sich also, große Sprünge mit Blick auf eine Teilakademisierung des Feldes sind in Anbetracht dieser Größenordnungen vorerst nicht zu erwarten. Um das zu erreichen, müsste noch ein deutlicher Push von Seiten der Politik kommen. Ich glaube, so einfach weiterzumachen, wie das jetzt in den letzten Jahren passiert ist, die Einführung von Studiengängen, die oft mit sehr kleinen, bescheidenen Zahlen anfangen, wird das nicht funktionieren. Ich glaube, die Politik muss sich eines Tages doch ernsthaft mal zu der Frage dieser Akademisierung verhalten, bekennen und daraus auch Konsequenzen ziehen. Und ich sage immer wieder, die Fachschulen müssen keine Angst um ihre Zukunft haben. Angesichts der Größenordnungen wird das sozusagen auf Jahre und Jahrzehnte hinaus mindestens beide Ausbildungssysteme benötigen, um überhaupt das ganze Problem in den Griff zu kriegen. Ich komme zum Schluss. Wenn ich versuche, eine Bilanz zu ziehen und mich frage, was das Arbeitsfeld frühkindliche Bildung derzeit und in naher Zukunft charakterisiert, dann fällt mein Urteil vorsichtig optimistisch aus. Wir haben es mit einem schnell wachsenden Arbeitsfeld zu tun. Und das allein ist eine Rahmenbedingung, deren Wirksamkeit einem am ehesten deutlich wird, wenn man an das Gegenteil denkt. Schrumpfende Branchen sind gekennzeichnet von hohem Rationalisierungs- und Spardruck, von einer mühsamen Suche nach Anpassungsstrategien, von zahlreichen Karrierebrüchen und individuellen Enttäuschungen. Wachsende Branchen hingegen sind zwar sicherlich auch kein Arbeitsparadies, aber manche der Schwierigkeiten, die mit Schrumpfung einhergehen, bleiben bei den Beschäftigten in einer wachsenden Branche den Beschäftigten erspart. Gleichwohl bleibt aus einer stärke politisch interessierten Perspektive die Frage interessant, ob und wie es gelingt, die möglichen negativen Begleiterscheinungen des Wachstums zu vermeiden und gleichzeitig Strategien zu entwickeln, die bestehenden Defizite, etwa im Bereich der Qualifikationen, nicht einfach zu übergehen, weil im rasanten Ausbau ohnehin nichts anderes möglich ist. So viel aber ist gewiss. Der frühpädagogische Arbeitsmarkt bleibt mithin in den nächsten Jahren ein wichtiger, ein dynamischer und ein aufregender Arbeitsmarkt. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Sie haben das Wort. Achso, ich würde Sie dann bitten, vielleicht kurz zu sagen, wer Sie sind und die Studierende sind oder aus welchen anderen Gruppe Sie kommen. Dann beginne ich vielleicht mal mit einer kurzen Nachfrage, die du zwischendrin so als Nebensatz gebracht hast, nämlich... Es hört sich so ein bisschen an nach, es gibt unterschiedliche Augurenhoheit oder Deutungshoheiten, die zurzeit kursieren. Ob du da vielleicht nochmal sagen kannst, also wie unterschiedlich diese beiden Quantitäten, die du beschrieben hast, sich bewegen. Also ich habe ja gesagt, fairerweise muss man sagen, es ist ein kompliziertes Thema, es ist nicht umsonst die, wie ich finde, schwierigste und unübersichtlichste Folie, die ich mitgebracht habe und die man allein lange erörtern muss, wie man das verstehen muss. Auf der rechten Seite ist die Summe der neu Hinzukommenden mit der Annahme, wie viel von denen tatsächlich in den Arbeitsmarkt reingehen. Da haben wir jedes Land, Bundesland abgefragt, wie sind eure Erfahrungen im Bundesland, die haben wir dann zugrunde gelegt, diese Berechnungsgrößen, sodass wir nicht einfach die Ausbildungszahlen genommen haben. Damit entsteht sozusagen eine Gesamtdeckung jetzt noch bis zur Restzeit von 22.000. Auf der anderen Seite haben wir dann gesagt, wie viel Personal brauchen wir, wenn wir diesen Ausbau 35% schaffen, wie viele verlassen das Arbeitsfeld, wie viele gehen in Rente, alle die Annahmen, die hier reinfließen. Und da hätten wir dann einen rechnerischen Gesamtbedarf von 42.000, gibt 20.000. So, jetzt gibt es ganz viele Annahmen. Die erste ist, wir haben uns entschieden, das Ausbauprojekt, die Politik hat sich entschieden, dieses als ein Parallelprojekt von Kita und Tagespflege zu machen. Es hieß immer,
der Ausbau soll zu 30% sollen das in Tagespflege erfolgen. Das ist aber ein Richtwert. Niemand ist rechtlich verpflichtet, kein Land ist verpflichtet. Es gibt einige Länder, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, ich glaube Niedersachsen auch, die relativ hohe Anteile in Tagespflege haben, was den Ausbau anbelangt. Es gibt andere Länder wie Rheinland-Pfalz, wie Bayern, die unterdurchschnittlich sind. Im Osten gibt es einige Länder, die gar nichts mit Tagespflege am Hut haben. Das muss man also wissen. Insofern ist jetzt schon die interessante Frage, was mache ich eigentlich, wenn ich die Tagespflege nicht erreiche? Dann brauche ich natürlich mehr Kita-Plätze. Das sind jetzt wieder Dinge, die ich einrechnen muss. Also, das heißt, die reine Rechnung als solche ist relativ kompliziert. Interessant war für uns, dass wir in den letzten 3 Jahren gerechnet und jeweils aktualisiert haben, immer war die gleiche Bilanz, immer viel, also 20.000. Das heißt, weil auf der einen Seite weniger und auf der anderen Seite mehr werden, war das sozusagen eine Gesamtdiagnose. So. Und jetzt gibt es alternativ, ich will mal gar nicht sagen Berechnungen, sondern wenn ich jetzt natürlich hergehe und sage, das ist natürlich eine Fortschreibungsannahme, das heißt, wir sagen zum Beispiel, Personalschlüssel bleibt gleich wie bisher, dann kommt das einigermaßen hin. Wenn jetzt aber Menschen hergehen und sagen, ja, wir wollen aber eigentlich doch noch einen besseren Personalschlüssel haben, wir wollen noch kleinräumige anbieten und, dann nehme ich gleichzeitig noch normativ noch Verbesserungskriterien dazu und packe das noch mit drauf und klar, dann habe ich am Schluss irgendwie nicht 20.000, sondern vielleicht 50.000 fehlende. Nur ich habe gesagt, das finde ich alles nicht zielführend. Entweder will ich denen, die Kritiker des ganzen Ausbaus sind, nur Argumente geben, dass sagen, lasst das Ganze sowieso, ihr schafft es ja sowieso nicht. Oder ich versuche darüber nachzudenken, wie kann ich es realisieren, unter welchen Rahmenbedingungen. Und deswegen haben wir gesagt, wir müssen erstmal rechnen. Wir haben das differenziert, wir haben es für jedes Bundesland differenziert. Auch da gibt es Unterschiede. Und ich habe ja gesagt, inzwischen ist es für mich nicht mehr so sehr eine Frage von Bundesländern, sondern tatsächlich von Regionen. Man kann relativ schnell auch sich das klar machen, wie viele bilden wir in einer Region aus. Und dann hat man teilweise Überkapazitäten. Matthias Schilling hat es jetzt mit einem Team für Baden-Württemberg auch gemacht, entsprechende Berechnungen, weil dort in der Hochschullandschaft viel passiert. Also sind alles Faktoren, die man einrechnen muss. Hier ist die Hochschule, sind noch gar nicht mit eingerechnet, aber ich habe ja gerade gezeigt, es sind nicht so viele. Also die Effekte, die man über die Akademisierung sich erhoffen kann, ist nicht so groß. Aus meiner Sicht, um das auch gleich politisch zu beantworten, was wäre denn die Konsequenz daraus? Ich habe gesagt, wir haben einen wahnsinnig hohen Anteil von Teilzeitbeschäftigten. Ich würde ein politisches Programm auflegen, das etwas trivial sich anhört, aber ich würde es machen wie bei Überstunden. Wenn VW oder andere Überstunden machen, dann sagen die einfach, wir zahlen Überstunden die Stunde einfach einen Euro mehr. Ne? Ich würde den Teilzeitkräften mit einem Stand X anbieten, wenn ihr aufstockt, kriegt ihr einfach pro Stunde etwas mehr bezahlt als Anreiz, indem sie ihre Stunden erhöhen und dafür spare ich dann viel sozusagen zusätzliches Personal, indem ich das aufstocke. Zweite Strategie, die niemand in Deutschland offenbar zur Kenntnis nimmt, ich habe immer mal ganz grob, wir wissen ja, wie viel pro Jahr Erzieherinnen ausgebildet werden. Jetzt kann man vereinfacht davon ausgehen, dass man etwa 30 bis 35 Berufsjahre hat. Also kann man sagen, wir nehmen mal die Erzieherinnen, die in den letzten 30 Jahren ausgebildet wurden, addiert die, rechnet die zusammen und hält die gegen die Zahl der Beschäftigten im Arbeitsfeld. Und auf einmal merken sie, 50% fehlen. Die sind nicht im Arbeitsfeld, jetzt sind die nicht irgendwie verschwunden, aber sie sind rechnerisch, stehen nicht im Arbeitsfeld zur Verfügung. Also ist meine Konsequenz, auch wenn ich da unterstelle, viele haben vielleicht studiert, viele sind andere Arbeitsfelder abgewandert, aber ich glaube, es gibt eine stille Reserve in diesem Bereich. Das sind Frauen, die Vollzeit gearbeitet haben, 2 Kinder gekriegt haben, zu Hause geblieben sind, sich um ihre eigenen Kinder gekümmert haben. Und jetzt vielleicht 10, 15 Jahre später feststellen, Mensch, das ist ja alles völlig anders. Das ist eine Debatte inzwischen, das kannten wir Ende der 90er Jahre sogar. Da traue ich mich gar nicht mehr. Und da würde ich politisch ansetzen und sagen, wie kann ich wieder Auffrischungskurse, Wiedereinstiegskurse, Motivationskurse machen. Sagen, Menschenskind, wenn ihr mithelfen würdet, in den nächsten 5 oder 10 Jahren diesen Engpass zu überbrücken. Und ich glaube, auch da können Länder durchaus was tun, zusammen mit den Arbeitsagenturen, dies zu überwinden. Kurz und gut, meine Antwort wäre, ich versuche das Problem zu lösen und nicht durch Dramatisierung sozusagen, es alle sozusagen nur vor eine riesen Wand vor sich zu sehen und sagen, wir kriegen es nicht hin, indem wir die Ansprüche einfach nochmal die Latte noch ein bisschen höher legen. Dann kann man auch beim Stab hochschauen, auch bei der Olympiade sofort scheitern, wenn man sie hoch genug legt. Und das ist eigentlich, finde ich, politisch kontraproduktiv. Also ich habe gerade noch mal geguckt, es gibt ja Empfehlungen zur Fachkräftegewinnung in der Kindertagesbetreuung vom Bundesministerium. Da sind eine ganze Reihe von Menschen aufgeführt. Da sind Sie nicht drunter, wenn ich das richtig gesehen habe? Ja, von unserem Haus. Okay. Von unserem Haus sind, die mich dann immer fragen, was sie sagen sollen. Und dann stimmt das nicht. Nein, ich frage mich nur, es sind ja hier konkret von ganz vielen Experten und Expertinnen schon Überlegungen angestellt. Ja. Auch ähnliche, wie Sie eben nannten, nämlich die Stundenerhöhung in den Einrichtungen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen Sie diese Vorgaben, es sind ja verschiedene
Ebenen, die dort ganz konkret angesprochen werden, was Sie davon halten. Kann man das diese Empfehlungen den Trägern, den Arbeitsplatzgebern in die Hände geben? Also zunächst mal kann man alle Empfehlungen den Verantwortlichen in die Hand geben, damit sie stimuliert werden, welche Wege und Möglichkeiten es gibt. Ich will das jetzt nicht zu eng kausal fassen, aber das sind ganz viele Punkte, die wir vor Jahren immer wieder gesagt haben. Und wir arbeiten ja nun eng mit diesem Haus zusammen, weil es, ich sage mal etwas flapsig, unser Mutterkonzern ist, der uns großen Teilen ja auch finanziert. Also insofern haben die auch viele Ideen, die wir schon hatten und haben gemerkt, sie müssen was tun. Ich finde es einzig und allein, es ist ein bisschen spät, dass die in die Puschen gekommen sind und jetzt darüber nachdenken. Wir haben vor 3 Jahren die ersten Analysen vorgelegt. Ich habe ganz am Anfang schon gesagt, vergesst das Thema Personal nicht mehr. 3 Jahre lang alle nur Ausbau, keiner hat über das Personal geredet. Auf einmal kamen alle Journalisten, was sagen mit dem Personal, bis sie dann das Thema erkannt haben. Und man hat aus meiner Sicht das jetzt relativ spät gemacht. Aber ich finde es gut erstmal, dass die Politik das jetzt auch in Angriff nimmt. Wir haben auch Gespräche jetzt mit der Bundesagentur geführt. Dort haben die jetzt auch langsam gemerkt, dass man was tun muss. Aber das ist ja das, was ich vorhin versucht habe zu zeigen. Ich finde, man muss schon zur Kenntnis nehmen, dass sich auch aus dem Ausbildungsmarkt, wenn da von 20 auf 30.000 Erzieherinnen pro Jahr erhöht wird, dann muss ja irgendwo was passiert sein. Das geht ja nicht über Nacht und von selber. Das heißt, die Schulen sind ausgeweitet, es sind zusätzliche Schulen gegründet worden. Und insofern will ich auch da die Politik in Schutz nehmen. Die haben jetzt nicht jahrelang geschlafen, sondern haben was gemacht. Und insofern ist so ein Papier und die Anregungen sollte man nutzen. Soweit ich die Fassungen kenne, ist das alles nicht sonderlich quantifizierend. Also welche Effekte das erzeugt, wir haben immer wieder versucht, Herr Schilling und ich dann auch sozusagen das in Größenordnungen umzurechnen. Also mit welcher Strategie, an welchem Rädchen muss ich drehen, damit ich 2% Effekte erzeuge, 3%. Man muss ja ein Mengengefühl kriegen, sonst investiert man wahnsinnig in eine bestimmte Strategie und die bringt kaum was. Deswegen habe ich gesagt, für mich wären die am stärksten im Moment wirken, Teilzeiterhöhung, weil da kann man viel mitmachen, und Reaktivierung von bereits Ausgebildeten, weil sonst haben wir dann wieder diese komische Debatte der Schleckerfrauen, die sozusagen gewissermaßen als Surrogat dafür herhalten soll, dass jetzt sozusagen möglichst alle ohne Ausbildung, aber mit viel Lebenserfahrung reinkommen sollen. Ich würde, um das deutlich zu sagen, ich habe überhaupt kein Problem mit Schleckerfrauen, solange sie qualifiziert werden. Sie müssen die Chance erhalten. Und ich finde es diskriminierend, wenn man diese Frauen als sozusagen prinzipiell nicht verfügbar oder denkbar hält, dass sie in Kita gehen können. Trotzdem müssen sie sich qualifizieren. Also das heißt, es geht nicht über den Seiteneingang ohne Qualifikation. Aber darüber müssen wir Debatten führen. Und ich würde erstmal an den ausgebildeten Erzieherinnen ansetzen. Und da ist viel mehr Potenzial da, als wir öffentlich wahrnehmen. Gefahr einer Dequalifizierung sehen Sie nicht? Ich habe es ja angedeutet. Also ich sehe sie nicht massenhaft. Ich habe die Analysen in den 90er Jahren gemacht, als wir Kita-Rechtsanspruch hatten. Und da konnte ich das sehr schön zeigen, wie da ganz klar die Standards runtergingen, wie Personal reinkam, das nicht fachlich einschlägig war, weil einfach auch nicht genügend da war. Wir können das nicht ausschließen. Ich sage es mal so, ich wäre schon zufrieden, wenn wir in 5 Jahren sagen, das Ganze hat sich etwa gehalten. Wir kriegen das nicht gleichzeitig im Moment ausgebaut und hoch. Also wir sind in einer Quanti-Quali-Falle, wie ich das etwas flapsig formuliere. Und im Moment, ich würde mich freuen, wenn die Politik sagt, wir machen jetzt eine 5-Jahres-Strategie und sagen, jetzt mit Power noch ausbauen, damit wir endlich mal allen Kindern, allen Familien die Chance geben, dass sie überhaupt einen Platz bekommen und dann alle Kraft da reinsetzen, das dann auch zu qualifizieren. Ich, mit Verlaub, ich habe weder verstanden, und ich meine das nicht parteipolitisch, dass eine Gruppierung fürs Betreuungsgeld streitet und die andere dafür streitet, das letzte Kindergartenjahr gebührenfrei zu machen. Beides sind Finanzfehlinvestitionen gemessen an dem, was eigentlich gesellschaftlich nötig ist, weil es privilegiert eine Gruppe und die anderen bestraft sie draußen. Sind die drinnen sind, sagen, ihr habt nicht nur einen Platz, nein, den kriegt ihr auch noch kostenfrei, und die anderen, die draußen stehen, haben gar nichts. Und das finde ich unter Gerechtigkeitsgesichtspunkt den falschen Weg. Und insofern könnte man allen Parteien sagen, war nicht vielleicht das Klügste, was Sie gemacht haben, sonst erstmal sagen, in den nächsten 5 Jahren alles Geld in Ausbau und dann möglicherweise in Gebührenfreiheit, um das analog zur Schule zu machen, und dann möglicherweise auch weitere Qualitätssteigerungen. Ich habe zurzeit 3 Meldungen, die sich zu bündeln. Ja, wir versuchen es. Ich bin überrascht über diese, wenn ich das sehe, über diese Zuwachszahlen, was die Auszubildenden betrifft. Wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, an was für unattraktives Arbeitsfeld das eigentlich ist. Also die Rahmenbedingungen sind katastrophal, die Bezahlung ist schlecht, die gesellschaftliche Anerkennung ist schlecht.
Also ich bin wirklich überrascht da über diesen Zuwachs, über diesen Trend und auch über den Optimismus, dass man das noch weiter steigern kann, ohne dass man das Tätigkeitsfeld selber attraktiver macht, indem man... Ohne das würde ich nicht sagen. Ja, für bessere Anerkennung sorgt. Ja. Das ist sicherlich auch etwas, was mit der Frage der Akademisierung zusammenhängt. Also Sie haben es so ein bisschen begründet, dass die Plätze an den Hochschulen nur sehr gering wachsen, aber ich glaube auch, dass das Interesse nur begrenzt wachsen kann. Weil wenn ich dann hinterher in ein Berufsfeld komme, wo die Bezahlung im Grunde genommen nicht besser sein kann, als wenn ich die Ausbildung gemacht habe, also da in diesem Feld müsste eigentlich unbedingt was passieren. Ja, und das ist meine Frage eigentlich direkt anders, denn sonst auch... meine Bitte gewesen, noch mal eine Einschätzung von Ihnen zu hören zu dieser Situation, dass eben auf der einen Seite mehr Akademisierung im Feld gewünscht ist, aber sozusagen die Öffnung des Berufsfeldes für diese Absolventin eigentlich noch nicht so ganz deutlich erkennbar ist. Oder vielleicht haben Sie da auch andere Einblicke. Und der dritte noch, ne? Ja. Ich würde noch mal sagen wollen, dass ich, also ich bin Fachberaterin für Kindertagesstätten, beim Caritasverband beschäftigt und sehe durchaus nach Rückmeldung, dass wir regional auch schon mit diesem Thema zu tun haben, nicht mehr die geeigneten Fachkräfte für die Einrichtungen zu finden. Und ich glaube, dass es keine Lösung gibt, die, wäre sie nur angeleiert, jetzt in einem Schub die Lösung wirklich bringen würde. Also aus meiner Sicht gibt es unterschiedliche Ansätze. Einmal natürlich weiterer Ausbau der Erzieherausbildung, aber auch die Ausweitung der Plätze für Studiengänge in diesem Bereich. Wobei, Klammerbemerkung, ich es sehr erfreulich finde, dass es jetzt mal eine Einigung gibt, zum Beispiel auf die Kindheitspädagogen, damit die, die später diese Leute einstellen sollen, überhaupt wissen, was sind das eigentlich für Menschen, die da kommen. Also ich fand, das war nicht so gut vorbereitet. Dann das nächste Stichwort, Männer in die Kitas. Ich glaube, dass das durchaus ein wichtiger Weg ist, aber wir können da schöne Flyer auflegen. Wenn das Geld nicht damit einhergeht, wird es da keine Attraktivität geben, weil nach wie vor das Verständnis da ist, den Beruf, den ich erlerne, der soll auch dazu dienen, meine Familie zu ernähren. Ich möchte noch eins aufmachen, nämlich auch so ein bisschen auf dem Hintergrund, dass Sie gesagt haben, es wird sicher noch Zielkonflikte geben. Das kann gut sein, wenn es auch um Standards und so weiter geht. Ich glaube, dass wir aufpassen müssen, gerade die in diesen Bereichen kommen, dass uns nicht passiert, dass die Qualität noch weiter runtergeht, sondern dass wir vielleicht den Blick noch öffnen in Richtung anderer Professionen. Ich glaube, wir müssen nicht einfach nur festgelegt sein darauf, also Grundausstattung müsste Erzieherin, müssten Sozialpädagogen und so weiter sein. Aber ich glaube, gerade angesichts unserer Debatte um Inklusion und so weiter, es gibt andere Fachlichkeiten, die sehr gut in Kindertagesstätten arbeiten können. Ich nenne Heilpädagogen, ich nenne unterschiedliche Therapeuten, ich nenne Kinderkrankenschwestern. Gerade im Kontext von Krippen haben wir erste Erfahrungen damit gemacht. Nicht als Hauptfachkräfte, aber als zum Team dazugehörig. Und da sehe ich durchaus auch noch eine Entwicklung in unseren Kindertagesstätten, die wir unterstützen sollten. Also weniger eng, da müsst ihr eben weniger auskommen, sondern mehr Fantasie. Was brauchen wir eigentlich auch angesichts der Herausforderungen in den Tageseinrichtungen? Und wie können wir unser Feld in Richtung anderer Professionen öffnen? Ich habe mal vor vielen Jahren mit Hilmar Hoffmann zusammen einen Artikel geschrieben, der hieß, glaube ich, der Abschied vom guten alten Kindergarten. Haben wir in den 90er Jahren prognostiziert, in 20 Jahren wird die Landschaft anders sein, wir werden Teams haben, die nicht mehr sozusagen nur aus einem Beruf kommen. Na, wir haben das richtig schön ausgemalt und könnte schon fragen, wie nah sind wir eigentlich diesem Bild damals gekommen, das wir beschrieben haben. Ich fand das eigentlich ganz kreativ, wie wir das damals versucht haben zu diskutieren. Und da in der Tat sozusagen die Teamfrage. Nur jetzt muss man fairerweise sagen, bei den ganzen Berechnungen, wenn ich von Erzieherinnen rede, sind immer zum Beispiel Heilpädagogen mit reingerechnet. Die sind da schon drin. Andererseits muss man aber wissen, sobald man sich mal die Ausbildungsgrößenordnung von Heilpädagogen anbelangt, das ist klein im Vergleich zu dieser Größenordnung der Erzieher. Also damit werden wir, das sind alles sozusagen Randmärkte, die ein bisschen an der einen oder anderen Stelle, und ich gebe Ihnen recht, gerade bei dem Inklusionsthema und so wird das auch zunehmen, werden wir da mehr brauchen. Aber das wird sozusagen die Massenprobleme, die wir im Moment ja hier, und das habe ich ja versucht darzustellen, werden wir darüber genauso wenig lösen wie über die Akademisierung. Weil in der Tat, Sie haben es völlig zu Recht angedeutet,
auch die Akademisierung. Wir haben, wann war das? Ende der 90er Jahre, damals mit Berlin, wollten wir einen Modellversuch machen, auch Bund-Länder-Versuch der Akademisierung. Ja, wir haben nicht mal für einen Modellversuch sozusagen die Unterstützung bekommen. Und 3-4 Jahre später ist auf einmal sozusagen durch den Bologna-Prozess konnten die Hochschulen selber sich was ausdenken und dann ist es wie ein Boom losgegangen, dass Hochschulstudiengänge gegründet wurden, die haben sich akkreditieren lassen. Die Politik konnte gar nicht so schnell gucken, wie diese Studiengänge entstanden sind. In Nordrhein-Westfalen kam dann, ich habe da gerade gestern einen Staatssekretär verabschiedet, und der sagte dann, wir müssen uns mal mit dem Thema beschäftigen. Inzwischen haben wir schon 10 Hochschulstudiengänge, wir haben mit niemand geredet, wir wissen gar nicht, was da läuft. Also die Politik hat nicht gesteuert. Sie hat reagiert auf diese Entwicklung und sie ist bis heute in Anführungszeichen vergleichsweise hilflos, wie sie eigentlich damit umgehen soll, weil es das nicht gelöste Problem des Nebeneinanders von Fachschulausbildung und Hochschulausbildung ist. Historisch haben wir das zwar alles in der Sozialpädagogik schon mal durchexerziert und könnten das alles nochmal rauf und runter buchstabieren, nur man hat es sich irgendwie daran gewöhnt, bei den Erzieherinnen ist gewissermaßen auch Fachschule Ende darüber, gibt es so ein paar, die das vielleicht machen, aber die gehen eigentlich in andere Felder. Und jetzt auf einmal ist das Ganze aufgebrochen und wir haben mit der Akademisierung zu kämpfen. Ich habe vor 20 Jahren schon über Akademisierung geredet. Die haben mich immer angeguckt, von welchem Stern kommt der, über was redet der eigentlich? Und wir haben jetzt eine Realität, die uns bei diesem Thema einholt. Und natürlich kann ich nur sagen, es ist in der Tat richtig, dass die Rahmenbedingungen des Arbeitsmarktes im Moment keine tollen oder idealen sind. Nur, wir dürfen es auch nicht umgekehrt sehen. Wir haben die Finanzanalysen, was Kirsten Fuchs gemacht hat, auch durch Mikrozensus auswerten, das sind alles mal Fakten derjenigen, die befragt wurden. Die Bezahlung der Erzieherin ist nicht massiv schlechter als andere gleichbare Ausbildung bei Männern in anderen Berufen. Also es ist nicht so, dass die alle in den Branchen wunderbar bezahlt werden, sodass ich immer sage, wir sollten ein bisschen das abziehen, was unser eigenes Jammern in diesem Feld ist. Das Feld hat eine starke Tendenz und wenn ich vor allem wenn ich mit Erzieherinnen zusammen bin und dann sind 400, 500 da, dann ist eher Erste, dass sie sagen, warum lobt uns niemand? Und zweitens, wie schlecht es uns doch geht. Jetzt lasst uns mal kollektiv jammern. Das sagen mir auch alle Politiker, dass sie das erleben. Ich will das nicht kleinreden. Ich will nur sagen, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht selber an dieser Stelle sozusagen durchs Bein schießen von hinten, weil das Feld sozusagen in Dynamik und Bewegung ist. Und die Politik ist offener denn je für diese Punkte. Da bin ich mir ganz sicher, dass es schwierig ist, dass wir nicht alles hinkriegen und dass es mit der Tradition eines Frauenarbeitsmarktes zu tun hat und dass hier sozusagen der Rückenwind nicht stark ist, muss man alles sehen. Aber Norbert Hocke von der GEW wird nicht müde zu sagen, der längste Streik, der jemals in Deutschland gemacht wurde, war ein Kita-Streik in Berlin von Frauen, die das organisiert haben. Also nicht sozusagen die großen anderen, sondern da haben auch Frauen für ihre Bedingungen gekämpft. Also es ist nicht so, dass man sagt, da kann nicht auch Dynamik und Power entstehen. Und, gut im Moment. Ja, und deswegen habe ich ja versucht zu sagen, im Moment, in Anführungszeichen, sind die 7 fetten Jahre, weil jetzt sind die Träger und die Arbeitgeber darauf angewiesen, dass sie Personal bekommen. Und jahrelang war es umgekehrt. Ich habe vor 10 Jahren habe ich Vorträge gehalten zu dem Thema und gesagt, leider ist das Wachstum jetzt zu Ende, weil Kita war ausgereizt. Und kein Mensch wäre auf die Idee gekommen, dass 3-4 Jahre später das nochmal in so einer Dynamik mit U3 losgeht. Keiner hat damals geahnt, dass wir auf einmal so eine Ganztagsschuldebatte kriegen werden, wo auch Personal benötigt wird. Also diese ganze Entwicklung ist nicht mal 10 Jahre alt. Und da ist wahnsinnig viel passiert. So, also, das heißt, ich will nur sagen, wir müssen hier Stück für Stück, wir brauchen eine Konzeption und das alles auf einmal, das überfordert alle. Und ich glaube, die Politik fühlt sich an dem Punkt auch ein bisschen geprügelt für eine Leistung, wo sie sich wahnsinnig anstrengt, wo die Kommunen inzwischen richtig Geld in die Hand nehmen und da versuchen, was zu machen, es aber einfach nicht so schnell machbar ist, nachdem wir jahrzehntelang im Grunde genommen auch Versäumnis haben. Also deswegen wäre nur mein Plädoyer, mit der Qualitätsdebatte die Anstrengungen, die im Moment erkennbar sind, nicht zu erschlagen, sondern ein Konzept daraus zu machen. Und mir wäre viel lieber, wenn die Politik sagt, in 3 Jahren wollen wir das haben, in 5 Jahren wollen wir das haben und wir hätten ein Konzept 2020. Und das fehlt. Und insofern haben wir auch diese Hochschulfrage und wie wir das hinkriegen, es ist keine Konzeption da. Und wir müssten das längst eigentlich vernünftig fachpolitisch diskutieren. Und ich glaube, dass wir da gute Chancen haben. Und ich glaube auch, was die Bezahlung anbelangt, wird sich was tun. Meine These ist, wir müssen, und deswegen habe ich es ja versucht anzudeuten, es kann nicht sein, dass der Erzieherin, der Kita-Beruf sozusagen wirklich dieser letzte Bereich ist, der sowohl was das Ausbildungsniveau anbelangt, abgehängt wird, auch was die Bezahlung anbelangt, sondern wir müssen uns sukzessive im Grunde genommen der Grundschullehrersituation annähern. Und da wird auch diese massive Grenze zu sagen, also wenn die Kinder in die Schule kommen, dann fängt der Ernst des Lebens an, dann wird es ernst, dann geht's los, dann kommt richtig Bildung und vorher ist ein bisschen Spiel und Betreuung. Das müssen wir irgendwann mal überwinden. Und dann ändert sich, glaube ich, auch etwas. Und da passiert aber in der Politik im Moment
unterstützt durch Leute wie James Heckman, der als Nobelpreisträger in Ökonomie sagt, die ersten Lebensjahre sind die entscheidenden und. Also ich glaube, da ist ein Umdenken in dieser Gesellschaft da und man fängt an, doch irgendwie zu kapieren, dass auch da Bildung passiert. Ich habe, als die Statistik mir immer gesagt hat, wir brauchen doch bei den ersten 6 Jahren keine Bildungsstatistik, dann sage ich, es ist ja interessant, fangen bei euch die Kinder erst an mit 6 zu lernen und was haben die vorher? Dann sind sie auch nachdenklich geworden und sehen jetzt auf einmal, dass man Bildung nicht auf das reduzieren kann, was Schule uns sozusagen an Bildung vermittelt, sondern dass wir eine andere Dynamik brauchen und dafür ein neues Verständnis. Und wenn wir das hinkriegen, dann kommen wir auch aus dem Image raus, als ging es nur darum, ein bisschen spielen und auf die Kinder aufpassen und dann zu dem zurückkommen, was Hilmar ja auch in seinen früheren Arbeiten gemacht hat, dann wieder zu der Tradition der Kinderbewahranstalten zurückzukommen oder sowas. Das kann es nicht sein. Wir müssen sagen, öffentliche Kinderbetreuung ist ein Bildungsprojekt, das in frühkindlicher Phase versucht, übrigens auch soziale Diskrepanzen frühzeitig aufzugreifen und entgegenzusteuern, wenn Kinder schon in den ersten Lebensjahren abgehängt werden, weil ihre Eltern weder die Fähigkeit noch vielleicht die Möglichkeiten haben, sich so um sie zu kümmern und sie zu fördern, wie das bei anderen, bei vielen da ist. Und wir uns dann überall wundern, in allen Bildungsanalysen, warum wir diese Penetranz von Kluft haben zwischen Gewinnern und Verlierern. Und wenn das, glaube ich, zum politischen Projekt wird, dann bin ich strukturell gesprochen optimistisch bei allen Miseren, die wir im Einzelfall haben. Aber auch da, ich will nochmal auf das beliebte Thema des Personal- und Betreuungsschlüssels zurückkommen. Wir haben immer wieder, auch in Analysen, die wir für die Bertelsmann-Stiftung, die wir in dem Ländermonitoring das immer machen, da machen wir die ganzen Berechnungen. Und da zeigt sich doch, wie unterschiedlich dieser Betreuungsschlüssel in Deutschland ist. Also man muss sich das auch mal klar machen. Wir halten da immer die Fahne hoch und sagen, das ist optimal. Und dann gucken wir uns eine Realität an, die teilweise völlig anders aussieht, wo man natürlich nachdenklich wird. Ich sage es etwas spöttisch, wenn im Osten doppelt so viele Kinder beim gleichen Personalschlüssel da sind. Aber im Westen, die ersten sind, die jammern und sagen, geht nicht. Ich will keinen Ostschlüssel, um das deutlich zu sagen. Aber die Diskrepanzen zeigen, dass offensichtlich unterschiedliche Realisierungsbedingungen da sind. Und wir jetzt nicht halt automatisch einfach das beste Land nehmen können und sagen, das muss jetzt hier und heute unsere Norm sein. Und alles andere ist Kindeswohlgefährdung. Da bin ich dann ausgesprochen zurückhaltend, wenn diese Diskussion so entsteht. Das sind Themen, ich finde nur, wir müssen es in den eigenen Reihen diskutieren und nicht in sozusagen nur politisch außen dann immer, dann wird es plakativ, sondern selber darüber nachdenken, was können wir wie machen und wie können wir auch intelligente Lösungen finden. Warum sagen wir nicht in den nächsten 2-3 Jahren, wir machen neben der Kernbelegschaft tatsächlich, was alle Betriebe in der Ökonomie machen, auch freie Mitarbeiter. Also die ausgebildete Erzieherin, die zu Hause mit 2 Kindern sind, ich könnte aber in der Woche 4-5 Stunden in der Kita arbeiten und dann zu den Zeiten, wo mehr Kinder da sind, was wir ja empirisch nachweisen können, dass es eben die Kernzeiten gibt. Sondern da kommt zusätzlich noch eine Kraft rein, die wird stundenweise bezahlt. Okay, da brauche ich nicht gleich eine Festanstellung. Also das sind alles Dinge, wo wir wahnsinnig wenig dynamisch sind und wo ich mir mehr eigentlich sozusagen Flexibilität wünschen würde, nicht um Qualität zu verschlechtern, sondern um gerade das Positive da reinzubringen und die Klippe zu überwinden. Letzte Runde, ich habe noch 2 Meldungen jetzt erstmal hier. Sie, bitte. Ja, Rudolf Leibrecht aus Oldenburg, Sozialpädagogik an der Hochschule mit dem Schwerpunkt Diversity Education. Und wir denken ganz viel darüber nach, über Fachkräfte mit Migrationshintergrund in den unterschiedlichen Berufen, von der Polizei bis Schule, Lehrkräfte. Und natürlich auch in den Kindertagesstätten. Und ich habe ein bisschen aufgehorcht, also diese regional ungleicher Mangel an Fachkräften, wo du gesagt hast, Frankfurt, da wohne ich auch. Also westdeutsche Großstädte, wo es einen Mangel geben wird, der sich sozusagen nicht deckt mit dieser eigentlich scheinbar bewältigbaren Zahl, insgesamt 1000. Also wenn wir da in Frankfurt denken, also siehst du eigentlich ein Potenzial darin, Fachkräfte mit Migrationshintergrund, also sozusagen Eingewanderte, die nicht zu den Bildungsinländern gehören, sondern Bildungsausländern, zu den sogenannten, dass wir dort über Anerkennung von Ausbildung, Leistung, die sie im Ausland erworben haben, gut, dass du das ansprichst. Also erstens muss man sagen, das habe ich jetzt alles aus Zeitgründen weggelassen, man kann ja immer auch nochmal die Zusammensetzung der Kinder sich angucken und wir wissen einfach inzwischen,
dass wir bei den unter 6-jährigen Größenordnungen von 30, 40 und in der Region 50 und mehr Prozent haben, die einen Migrationshintergrund haben. Die sind nicht alle selber zugewandert, sondern auch Zweit- und manchmal sogar auch Drittgeneration. Aber der Anteil ist extrem hoch. Frankfurt ist ein typisches Beispiel. Stuttgart ist im Moment Platz 1, Augsburg Platz 2, ganz interessant. Gar nicht die anderen Großstädte, dann kommt Frankfurt, München und so weiter. Das hat mit Automobilindustrie und anderen Dingen zu tun. Das ist zunächst mal ein Fakt. Insofern fängt man sich natürlich an zu fragen, sagt, wie gehen wir eigentlich auf der Seite der Beschäftigten damit um? Und dazu gibt es bislang in der Statistik überhaupt keine, also in der Kinder- und Jugendhilfestatistik überhaupt keinen Hinweis. Die einzigen Hinweise, die wir kriegen, sind aus dem Mikrozensus und demnach, das haben wir auch im Bildungsbericht publiziert, gehen wir im Moment von 7% aus, die einen Migrationshintergrund haben. Also deutlich weniger als Kinder. Das ist zunächst mal ein empirischer Fakt. Was deine Frage anbelangt, der Perspektiven, glaube ich, haben wir im frühpädagogischen Bereich, also die Anerkennung von Abschlüssen, die nicht in Deutschland erworben wurden, da hätte ich das kleinere Problem. Das haben wir ohnehin jetzt bei der ganzen Europäisierung. Die entscheidende Schwelle ist in dem Fall die Sprache. Also wir haben im Bereich Pflege haben wir natürlich ganz andere Dynamik. Nur wenn ich, wir haben jetzt gleichzeitig, legen wir Sprachförderprogramme auf und sagen, wie schaffen wir es, dass gerade Kinder, die vielleicht nicht zu Hause Deutsch sprechen und so weiter, auch Deutsch gefördert werden, müssen wir natürlich überlegen, was das heißt. Nicht, um da sagen, das sind Grundlagen, alle draußen zu lassen, aber sich zumindest dessen bewusst werden, dass dort die Sprachentwicklung ein ganz wichtiger Faktor ist. Und wir ohnehin, also wir haben das im Bildungsbericht immer dargestellt, mich macht das ganz nervös, dass wir nicht nur sagen, naja, also mit den allen mit Migranten, das geht eigentlich ganz gut, die sind zumindest im Kita-Alter fast in gleichem Umfang in der Kita wie Kinder ohne Migrationshintergrund, sondern dass wir dort massive Segregationstendenzen haben. Das heißt, dass die Kinder untereinander sozusagen dann wieder in einer Kita sind und eben dadurch in einer Weise sozusagen dann auch unter sich sind, dass umso wichtiger ist, dass das Personal natürlich entsprechend qualifiziert ist. Also das ist ein Dilemma, aber ich finde, wir haben dem Thema viel zu wenig Aufmerksamkeit bislang zugewendet. Ich habe vor 3 Jahren mit Renate Schmidt da mal länger drüber geredet, ob nicht Parteien sozusagen da mehr machen müssten. Das ist übrigens eine Frage auch des Zugangs. Schaffe ich auch denjenigen, die jetzt vielleicht nicht, die durchaus zugewandert sind, aber auch Möglichkeit, dass ich Werbung wirklich mache, auch Menschen mit Migrationshintergrund sagen, geht in diese Bereiche rein. Naja, das ist wichtig. Und kommt da sozusagen die Anerkennung der Fachlichkeit, also kommt die Sprachförderung nicht, nachdem man die Fachlichkeit also man muss das mindestens mitbedenken, Ich will nur sagen, es ist ein bisschen anders wie in anderen, wo die Sprache nicht so eine zentrale Bedeutung hat. Für die Kinder im Aufwachsen ist es natürlich schon ein wichtiges Element, das darf man nicht unterschätzen. Ich würde gerne die Kollegin noch anhören. Sie sehen, wir haben die Technik genau darauf eingestellt, dass das mit dem Taxi war. Mein Name ist Nicole Bühler, ich bin Personen Management hier aus der Hochschule an der Hochschule. Und ich möchte ganz kurz eine Nachfrage zu der Arbeitsmarktreserve Teilzeitkräfte, die wir also als eine Haupthandlungsempfehlung in den Raum gestellt haben. Dazu müsste es ja sozusagen einen Wunsch nach Aufstocken geben. Ich nehme es aber so wahr, dass es eine ganz hohe freiwillige Teilzeitbeschäftigungsquote gibt. Dafür würde ja auch sprechen, dass es nur 4% der Erzieherinnen geben, die einen Nebenjob machen. Ja. Gibt es dazu Untersuchungen? Also der Mikrozensus fragt das ab. Auch da hat Frau Fuchs mal Auswertungen gemacht. Es gibt beides. Es ist durchaus in hohem Maße, natürlich durch die ganze Flexibilisierung des Arbeitsmarktes, für Frauen in den letzten Jahren in vielen Fällen tatsächlich eine freiwillige Teilzeitarbeit, gar keine Frage. Aber vor allen Dingen vorne dran im Osten hatten wir immer die Zwangsteilzeitarbeit. Das darf man nicht unterschätzen und vergessen. Da hätten viele gern mehr gearbeitet, aber es ging nicht. Also man konnte sagen, wir entlassen noch mehr und dann hat man sich da sehr drauf verständigt. Also wir kennen beide Phänomene. Deswegen habe ich ja auch gesagt, es ist nicht so, dass die alle an der Tür stehen und sagen, ich würde gern mehr arbeiten, nur dürfen sie nicht. Deswegen habe ich gesagt, brauchen wir ein Anreizsystem. Das heißt, manchmal ist ja dann auch die Frage, okay, Mensch, dann lasse ich mich ein Jahr oder zwei drauf ein oder ich kriege das dann hin mit den Kindern oder solche Fragen. Das ist auch eine Frage der Werbung und ob die Träger sozusagen mit ihren in den Einzelfällen das auch abstimmen und absprechen. Bis hin zu der Frage, das Bundesjugendkuratorium hat, wie ich finde, vor einigen Jahren ein sehr gutes Papier zur ganzen Entwicklung der Kindertagesbetreuung in Deutschland gemacht, wo auch damals schon darauf hingewiesen wurde, wir müssen endlich mal auch bei der Erzieherin über Vor- und Nachbereitungszeiten sprechen.
sprechen. Es kann doch nicht sein, dass eine normale Lehrkraft 50, 60, 70% vielleicht ihrer Arbeitszeit am Arbeitsort verbringen muss und die andere sozusagen flexibel gestalten kann, wenn sie sich vorbereitet und unterrichtet. Nur für die Erzieherin gilt das alles nicht. Und das sind alles Debatten, wo man dann auch über die Ausstattung und Qualität und Struktur einer guten Erzieherin reden muss. Und wenn die sagen kann, ich kann vielleicht aber dann auch 4 oder 5 Stunden zu Hause vorbereiten und ich kriege das als Arbeitszeit anerkannt, dann kriegt man da auch schnell eine gewisse Flexibilisierung. Ja, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Thomas, dass du gekommen bist. Bitte sehr.